Ich glaube, dass der Teufel die Kirche übernehmen will. Ich glaube, dass der Teufel diese Gemeinde übernehmen will. Einen Menschen nach dem anderen. Wenn man eine wirkliche Weltordnung haben will, eine globale politische Ordnung, dann wird man nicht umhinkommen, an einigen Stellen auch Souveränität, Rechte an andere abzugeben. In einem Gastbeitrag für mehrere europäische Zeitungen spricht sich die Gruppe für eine Neuordnung der Weltpolitik aus. Wer wohnt hier? Raus, jetzt sofort! Wie gerecht ist die neue Weltordnung, fragen wir. Das ist eine Frage von heute zurückgerichtet. Das heißt, das ist die Grundidee einer neuen Weltordnung, die eben Migration als Menschenrecht fordert. Mit China wird es bedeuten, dass im 21. Jahrhundert eine andere Weltordnung entsteht. Sogar im Corona-Lockdown haben Drohnen die Kontaktbeschränkungen überwacht. Große Fragezeichen hinter der internationalen Sicherheit. Zerbricht die bekannte Weltordnung am neuen Kurs der USA? Doch bereits ist die Rede von einer postamerikanischen Zeit, vom Aufstieg Chinas, von einer neuen Weltordnung, neuen Machtverhältnissen. Den Oligarchen des Weltwirtschaftsforums geht es nicht um den Planeten, sondern um unglaubliche Gewinne, um Umverteilung mittels einer neuen weltweiten Ordnung, wie es ja auch ganz offen verkündet wird. Because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America. Die Gedanken sind frei. Vielen politischen Strömungen missfällt diese Freiheit jedoch. Ihr Ziel, eine neue Weltordnung. Anscheinend, vielleicht sollte ich die beiden Sprüche mal übersetzen. Unten ist Novus Ordo Seclorum zu lesen, also übersetzt eine neue Ordnung der Zeitalter. Genau das ist doch das Ziel aller Verschwörungen, eine neue Weltordnung herzustellen. Im Grunde wissen wir mit Sicherheit, dass es einen Wechsel von der alten Ordnung zu einer neuen Ordnung geben wird, die von Satan selbst regiert wird. Darauf bezieht sich dieses Symbol. Und darauf bezieht sich auch die neue Weltordnung. In 2. Korinther 5,17 heißt es in der King James Bibel: Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Schau, wie die New English Bibel diesen Vers wiedergibt. Sie sagt, die alte Ordnung ist vergangen und eine neue Ordnung hat begonnen. Die King James Bibel sagt in Hebräer Kapitel 9, Vers 10, allein mit Speise und Trank und mancherlei Taufen äußerliche Heiligkeit, die bis auf die Zeit der Besserung sind aufgelegt. Womit das Kommen Christi gemeint ist, aber guck mal, die NIV sagt, bis eine neue Ordnung eingeführt wird. Und die Bibel sagt in Jesaja 28, Vers 16 in der King James Bibel, darum so spricht Gott der Herr, sieh, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aufs Festeste gegründet ist. Dies bezieht sich auf Jesus, richtig? Ich möchte, dass du darauf achtest, dass in der King James Bibel gesagt wird, dass Jesus der Eckstein des Fundaments ist. Wo befindet sich nun das Fundament in Bezug auf ein Gebäude? Oben oder unten? Unten, ja? Wenn sie also sagen, dass Jesus der Eckstein des Fundaments ist, dann ist das hier unten, oder? Die Bibel sagt in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 7 in der King James Bibel, für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleiter verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Aber die NIV nennt ihn den Schlussstein. Sie sagen, dass dieses Symbol Christus repräsentiert. Aber das ist falsch. Wen repräsentiert es? Antichrist. Ich bin Stephen Anderson, Pastor der Faithful Word Baptist Church in Tempe, Arizona. Unsere Gemeinde ist King James Only und viele verstehen nicht, warum. Der Zweck dieses Films ist es, den dramatischen Unterschied zwischen der King James Bibel und allen anderen Versionen zu zeigen. In diesen letzten Tagen werden viele Bibelversionen auf den Markt gebracht, die Gottes Wort verfälschen und verändern. Das war in der Vergangenheit nicht der Fall. Wenn wir in der Zeit zurückgehen, vor 100 Jahren, 200 Jahren oder 300 Jahren, benutzte jeder in der englischsprachigen Welt dieselbe Bibel. Sie benutzten alle die King James Bibel. Aber plötzlich gibt es heute all diese neuen Versionen. Es gibt eine satanische Agenda heute, die darauf abzielt, die Bibel zu verändern. Viele Leute denken, nun, die King James Bibel ist eine großartige Übersetzung, sie ist sehr poetisch.
Und die anderen Versionen sind minderwertig. Vielleicht sind sie nicht gut übersetzt. Und ich möchte dir sagen, dass es viel tiefer geht als das. Diese neuen Versionen sind eigentlich Satans Versuch, das Wort Gottes zu verderben. Ich werde dir zeigen, dass diese Änderungen nicht zufällig sind. Es sind nicht nur kleine, unbedeutende Änderungen. Ich meine, diese Änderungen sind strategische Änderungen. Sie sind darauf ausgerichtet, bestimmte Lehren der Bibel anzugreifen. Die Bibel sagt in Epheser 6, Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Es gibt Leute, die viele Millionen, sogar Milliarden von Dollar haben, die eine Agenda haben, um verdorbene Bibeln herauszubringen und sie dann durch Werbung zu fördern, sie durch Einzelhandelsgeschäfte zu fördern, die sie in den Vordergrund stellen und den Leuten zeigen, dass dies die Bibel ist, die ihr lesen solltet. Werf die King James Bibel raus, nehmt die neuere, bessere, verbesserte Version. Ich habe recherchiert, welche Versionen heute am beliebtesten sind. Dies ist die aktuellste Liste. Ich habe sie mit verschiedenen Quellen abgeglichen und alle kamen zu denselben 5 Bibeln. Die Nummer 1 unter den heutigen Bibeln ist nicht die King James Bibel. Es ist die New International Version, die NIV. Nummer 2 ist die King James Bibel. Nummer 3, Neues Leben Bibel. Nummer 4, die New King James. Und Nummer 5, die English Standard Version oder ESV. Andere Listen haben sie in leicht unterschiedlicher Reihenfolge, aber alle haben diese 5. Es gibt eigentlich hunderte von Übersetzungen. Und wir haben nicht die Zeit, jede einzelne davon durchzugehen. Es wäre viel sinnvoller, sich nur auf die 4 am meisten verbreiteten Verfälschungen zu konzentrieren. In der neuen Version fehlen 16 ganze Verse aus dem Neuen Testament. Ich meine, bevor wir über all die Tausenden von Änderungen sprechen, diese 16 Verse fehlen komplett. Matthäus 17, 21 fehlt. Matthäus 18, 11 fehlt. Apostelgeschichte 8, 37. Dieser Vers ist von allen modernen Versionen entfernt. Dort heißt es ab Vers 36, als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach: Siehe, hier ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Die Frage des Kämmerers war: Was hindert mich, getauft zu werden? Und Philippus antwortete: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Und er, der Kämmerer, antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Der Kämmerer wurde gerade gerettet. Warum? Denn wenn du mit deinem Mund den Herrn Jesus bekennst und deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und der Kämmerer wurde hier gerettet. Und was passiert danach? Und er ließ den Wagen anhalten, sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Vers 36, was hindert mich, getauft zu werden? Vers 37, wenn du vom ganzen Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete, ja, ich glaube. Vers 38, er wurde getauft. Aber was sagen die neue Bibel? Unterwegs kamen sie an einer Wasserstelle vorbei und der Äthiopier sagte: Hier gibt es Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Er ließ den Wagen anhalten, die beiden stiegen ins Wasser hinab, Philippus und der Äthiopier, und Philippus taufte ihn. Weißt du, was passiert ist? Was hat gefehlt? Das gesamte Vers 37 fehlt. Nach dem neuen Bibel sagt er: Was hält mich davon ab, mich taufen zu lassen? Nichts! Lass uns dich einfach taufen! Was fehlt dir? Glaube an den Herrn Jesus Christus! Was fehlt dir? Das Evangelium! Warum greifen diese Bibeln Jesus an? Sie haben nicht nur 16 ganze Verse aus den modernen Versionen gestrichen, sondern auch 27 andere Verse mit Anmerkungen versehen. Diese Verse standen wahrscheinlich nicht im Original, was dazu führt, dass man an Gottes Wort zweifelt. Zum Beispiel Markus 16, 15. Geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Die Bibel sagt in Psalm 12, Vers 6, die Worte des Herrn sind reine Worte, in ihrem Tiegel geschmolzenes Silber 7-mal geläutert. Du, o Herr, wirst sie bewahren, wirst sie behüten, vor diesem Geschlecht, ewiglich. Das bedeutet, dass wir das Wort Gottes, das David hatte, auch heute haben. Das Wort Gottes, das Mose im Alten Testament hatte, haben wir heute. Das Wort Gottes, das die Jünger hatten, das die Gläubigen des Neuen Testaments hatten, das haben wir heute auch. Wir haben das Wort Gottes, es wurde von dieser Generation für immer bewahrt. Und der Grund, warum es wichtig ist, ist, dass es Leute gibt, die sagen nur: Nein, es sind Dinge aus dem Wort Gottes entfernt worden, sie wurden verändert.
Die Übersetzer haben Dinge entfernt. Weißt du was, ich stimme zu, aber nicht, wenn es um die King James Bibel geht. Was will ich damit sagen? Im Grunde ist sie eine jedes Wort Bibel. Wäre es nicht komisch, wenn wir das Wort lesen und du liest Vers 1, du liest Vers 2, du liest Vers 3 und dann ist Vers 4 nicht da. Du würdest sagen, warte mal kurz, wo ist Vers 4? Wenn du Vers 20, 21, 22 liest, aber dann fehlt 23 und dann steht da 24, da ist ein Problem. Die Bibel sagt in Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Das sagt die Bibel. Gott sagt, dass wir für unser Leben, für unser geistliches Leben, eine Bibel mit jedem Wort brauchen. Und das haben wir in der King James Bibel, aber wir können nicht über die anderen sagen. Okay? Geht zu Matthäus 18, 11. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu retten. Das ist wichtig, oder? Es beschreibt in einem Satz den Zweck von Christus. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen. Sie sagt uns, dass er gekommen ist, um die Verlorenen zu retten. Aber was sagen die modernen Bibeln? Es ist weg. Ja, es gibt eine Fußnote, aber der Vers ist nicht da. Guck mal, Matthäus 23, Vers 14. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Häuser der Witwen fresst und zum Schein lange betet. Darum werdet ihr ein schwereres Gericht empfangen. Ein langer Vers, oder? Und was steht in der modernen Bibel? Es ist weg. Das ist ein großes Stück. Warum sollen sie das entfernen? Nun, weil die Redakteure der NIV wieder ein schwereres Gericht empfangen. Lass uns es einfach rausnehmen. Geht zu Markus 9, 44. Das ist wichtig, denn es geht um die Hölle. Wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und das ist etwas, das immer und immer wieder wiederholt wird, wenn es um die Hölle geht. Und was sagen die modernen Bibel? Sie ist weg. Nun, wir mögen es nicht wirklich, dass der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht gelöscht wird und all das. Also nehmen wir das einfach weg. Das ist eine fehlerhafte Bibel. Geht zu Markus 1, Vers 1. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und was sagt die Fußnote in den modernen Bibeln? In anderer Handschrift nicht enthalten. Na gut, worauf ich hinaus will, ist die Tatsache, dass sie fehlerhaft sind, weil sie ganze Passagen streichen. Weil sie gewisse Verse nur zur Hälfte enthalten. Und ein anderes Problem, selbst wenn sie den Vers drin lassen, ziehen sie uns Zweifel mit den Fußnoten. Wenn du zum Beispiel deine schöne kleine Studienbibel liest, ja, eine schön gestaltete Studienbibel, dann steht da, dass in eigenen Handschriften der Sohn Gottes nicht vorkommt. Und was denken die Leute dann? Sollte der Sohn Gottes überhaupt dort stehen? Warum haben wir das dann? Geh zu Lukas 23, 34. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber. Und was sagt die Fußnote dazu? Dieser Versteil fehlt in einigen wichtigen Handschriften. So sagen die modernen Bibel. Was versuchen sie zu tun? Sie stellen Zweifel, ob Jesus es wirklich gesagt hat. Wo, wenn du liest, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und du sagst, das ist kraftvoll. Und dann schaust du die Fußnote an. Oh, die frühen Handschriften. Und halten sie nicht. Also, das hat ein übereifriger Schreiber da reingeschrien. Er war zu beleidigt über die Berge und die Felsen, die auf die Menschen fielen. Also werden wir hier etwas Süßes hineinwerfen. Vater, vergib ihnen. Das ist so ein Mist. Denn der ganze Sinn dieser Fußnote ist, hilft dir diese Fußnote, die Bibel zu verstehen? Führt sie dich zu einem besseren Verständnis? Sie hat nur einen Zweck. Diesen Satz in Zweifel zu ziehen. Das ist alles, was sie tut. Hier ist die Sache. Wenn der Satz dort nicht hingehört, nehmen ihn heraus. Aber warum nehmen sie ihn nicht heraus? Weil sie wissen, dass er bekannt ist. Und wenn sie ihn rausnehmen, werden die Leute ausrasten. Was ist los? Hier steht nicht, Vater, vergib ihnen. Ich gehe zurück zu King James. Dies hier ist komisch. Was sie also tun ist, dass sie einen subtileren Ansatz wählen. Wir werden diesen Vers dort lassen. Du magst ihn, oder? Wir werden ihn dort lassen. Aber nur damit du es weißt, er steht vielleicht nicht im Original. Und genau so ist der Teufel. Das Erste, was der Teufel im Garten Eden tat, war Gottes Wort anzugreifen. Aber er tut es indirekt. Er beginnt einfach mit einer Frage. Er sagt nicht, hey, hör mir zu. Gott ist ein Lügner. Du kannst diese Frucht den ganzen Tag lang essen und sie ist gut für dich.
Das macht er nicht. Er sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben? Er setzt ein Fragezeichen, wo Gott einen Punkt gesetzt hat. So ist der Teufel, so sind die Irrlehrer. Sie wollen kleine Samen des Zweifels in deinen Geist pflanzen und sie wachsen lassen. Er setzt ein Fragezeichen, wo Gott einen Punkt gesetzt hat. Und danach sagt er, nun, kleineswegs werdet ihr sterben. Gott sagte, du musst gewisslich sterben. Vielleicht stirbst du nicht. Und so ist der Teufel, ja? Mit diesen Fußnoten. Und guck mal, die modernen Bibeln haben Fußnoten auf jeder Seite. Wir glauben, dass Jesus Christus der fleischgewordene Gott war. Das ist etwas, das diese modernen Versionen ständig verändern und angreifen. Zum Beispiel 1. Johannes 5,7. Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Daher kommt das Wort Dreieinigkeit. Drei in einem. Diese drei sind eins. Viele modernen Versionen sagen, es gibt also drei Zeugen. Sie erwähnt nicht den Vater, sie erwähnt nicht das Wort, sie erwähnt nicht den Heiligen Geist und sie erwähnt nicht, dass diese drei eins sind. Schau, was sie mit 1. Timotheus 3,16 gemacht haben. Und anerkannt groß ist das Geheimnis des Gottesfurcht. Guck mal, Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Es war Gott, an den in der Welt geglaubt wurde. Er war Gott, der in die Herrlichkeit aufgenommen wurde. Es war Gott, der Fleisch geworden ist und unter uns gewohnt hat. Und die Bibel sagt in 1. Timotheus 3,16 ganz klar, dass Jesus Christus Gott ist. Aber die modernen Bibeln ersetzen einfach das Wort Gott durch er. Und damit ist die Gottheit Jesu völlig verschwunden. Ein weiterer großer Beweis dafür, dass Jesus Christus Gott ist, ist Hebräer 1,8. Zu dem Sohn aber sagt er, dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also, was nennt die Bibel hier den Sohn? Sie nennt ihn Gott, hier heißt es. Zu dem Sohn, dein Thron, o Gott. Aber die Bibel sagt etwas anders in der modernen Versionen. Es heißt, aber von dem Sohn. Aus den neuen Bibeln kann man schließen, dass dies nicht bedeutet, dass Jesus als Gott bezeichnet wird. Denn es wird nur über Jesus gesprochen. Und Vers 9 spricht über Jesus. Und das ist, was viele Leute sagen, die Jesus angreifen wollen. Aber in der King James Bibel kann man es nicht missverstehen. Aber nicht nur das, sondern die greifen die Jungfrauengeburt Christi an, geht zu Lukas 2. Die Bibel sagt, und Josef und seine Mutter wundeten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Aber die meisten modernen Versionen sagen, sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurde. Genau sehen wir hier, dass die modernen Versionen Josef als den Vater von Jesus Christus bezeichnen. Was die King James Bibel niemals tun würde. War Josef der Vater von Jesus? Er war der Stiefvater, oder? Aber er war nicht der Vater von Jesus Christus. Tatsächlich später in diesem Kapitel bezeichnet Maria Josef als den Vater von Jesus. Und er korrigiert sie sofort. Und als sie sahen, waren sie bestürzt und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Hatte sie nicht gerade Josef als den Vater von Jesus bezeichnet? Jesus korrigiert sie sofort. Und er sprach zu ihnen, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Er sagt, ich bin in dem, was meines Vaters ist, wenn ich das Wort Gottes predige. Denn Josef ist nicht mein Vater. Gott, der Vater, ist mein Vater. Diejenigen, die die neue Bibel lesen, sind so verblendet, sie zeigen mir sogar und sagen, guck mal, das ist die Bibel, die Josef als Vater von Jesus bezeichnet. Nein, das ist Maria, die Josef als den Vater Jesu bezeichnet. Und sie wurde sofort korrigiert. Und jemand muss die NIV korrigieren. Jemand muss die Neues Leben Bibel korrigieren. Und jemand muss der ESV korrigieren und sagen, du liegst falsch. Das ist nicht der Vater von Jesus. Der Vater von Jesus ist Gott, der Vater. Vielleicht sagst du, sie sind einfach zu verstehen. Sie wirken sich nicht wirklich auf die Lehren aus. Aber das sind wichtige Lehren, oder? Die Gottheit Christi, die Jungfrauengeburt? Nicht nur das, sie haben seine ewige Präexistenz angegriffen. Guck mal, Jesus Christus ist nicht in der Krippe von Bethlehem entstanden. Jesus Christus ist nicht im Schoß Marias entstanden. Sondern Jesus Christus hat immer existiert. Und wird immer existieren. Der Erste und der Letzte. Er ist das Alpha und das Omega.
Der Anfang und das Ende, das ist entscheidend für seine Gottheit. Wenn er ein geschaffenes Wesen ist, kann er nicht Gott sein. Die Bibel sagt in Micha 5,1: Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. In diesem Vers in Micha 5 sagt uns die Bibel, dass Jesus Christus von Ewigkeit her ist. Das sind kraftvolle Worte, denn sie sprechen von der ewigen Präexistenz Jesu Christi. Er hatte keinen Anfang, er ist kein geschaffenes Wesen, er war Gott in Menschengestalt. Er war im Anfang bei Gott und er war Gott. Ewig bedeutet, dass es ewig weitergeht, dass es ewig währt. Also von Ewigkeit her wäre etwas, das aus der ewigen Vergangenheit kommt oder etwas, das aus der unendlichen Vergangenheit kommt. Etwas, das schon immer existiert hat. Aber schau hier. Doch dir, Bethlehem, im Gebiet der Sippe Ephrat, lässt der Herr sagen: So klein du bist unter den Städten in Juda, aus dir wird der künftige Herrscher über mein Volk Israel kommen. Guck mal, sein Ursprung liegt in ferner Vergangenheit in den Tagen der Urzeit. Nun, was ist ein Ursprung? Das ist, wenn etwas anfängt zu existieren, oder? Wenn etwas entsteht, dann beginnt es zu existieren. Hat Jesus irgendwann angefangen zu existieren? Nein, er ist von Ewigkeit her. Aber nach den neuen Bibeln hatte er einen Ursprung. Wenn Jesus einen Ursprung hatte, dann ist er nicht Gott. Denn Gott war und ist und wird kommen. Gott hat immer existiert. Gott ist kein geschaffenes Wesen. Das ist der Punkt, an dem die modernen Bibeln den Schlusspunkt geben. Die Bibel sagt in Jesaja 14,12: Wie bist du vom Himmel gefallen, o Luzifer? Nur an einer einzigen Stelle in der ganzen Bibel findet man das Wort Luzifer. Nur einmal. Hier geben wir Satan sogar einen Namen, indem wir ihn Luzifer nennen. Wenn wir auf der Straße die Leute fragen würden, wer Luzifer ist, wer ist er, würden sie alle sagen: Satan. Und jeder weiß das. Dies zeigt uns, wie Luzifer zum Satan wurde. Und fast jede Person weiß schon, dass Luzifer Satan ist. Man hört von denjenigen, die luziferisch sind. Und jeder, der sagt, dass er ein Luziferianer ist, bedeutet, dass er ein Satanist ist. Er betet den Teufel an. Satan bedeutet im Grunde genommen dein Widersacher, einer, der gegen dich ist, dein Gegner. Das ist, was Satan bedeutet. Wie bist du vom Himmel gefallen, o Luzifer? Hier haben wir seinen Namen und seinen Titel. O Luzifer, Sohn des Morgens. Wie lautet der Titel von Luzifer? Sohn des Morgens. Guck mal, Offenbarung 22, Vers 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin, Jesus spricht hier, okay? Ich bin der Wurzel und der Spross Davids. Nochmal, Jesus sagt hier, der leuchtende Morgenstern. Wie hat sich Jesus selbst genannt? Der Morgenstern, das ist sein Titel. Sowohl im King James als auch in der NIV steht in Offenbarung 22, 16, dass Jesus Christus der Morgenstern ist. Aber wie nennt die NIV den vom Himmel gefallenen Luzifer? Wie bist du vom Himmel gefallen, du hell leuchtender Morgenstern? Anstatt dass Luzifer in Jesaja 14, 12 aus dem Himmel geworfen wird, heißt es in der NIV, dass Jesus aus dem Himmel geworfen wird. Guck mal, die Bibel hat uns gesagt, dass Luzifer oder Satan aus dem Himmel verstoßen wurde, weil er wie der Höchste sein wollte. Wie Gott. Die NIV, nachdem sie Gottheit Christi angegriffen hat, seine Präexistenz angegriffen hat, nachdem sie die Jungfrauengeburt angegriffen hat, dass er keinen Anfang hatte, dass er kein Ende hatte, dass er Gott im Fleisch war, beschuldigt sie ihn, dass er wie der Allerhöchste sein wollte. Er ist der Allerhöchste. Nach deiner NIV ist Jesus vom Himmel gefallen und nicht Luzifer. Die Leute, die hinter diesen Versionen stehen, sind von Satan. Satan wollte das Wort im Garten Eden verderben. Und wir sind nicht unwissend über seine Machenschaften. Das Wort Gottes hat große Macht. Die Bibel sagt in Hebräer 4,12: Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Der Teufel weiß, dass wenn er uns als Christen entwaffnen kann, kann er uns besiegen. Sein Ziel ist und war es immer, uns unserer Waffen zu berauben. Guck mal die Geschichte an. Wenn böse Menschen eine Nation erobern wollen, weißt du, was der Eroberung vorausgeht? Sie entwaffnen diese Menschen von ihren Waffen.
Die Regierung sagt uns, wir wollen dir deine Waffen wegnehmen, weil wir dich beschützen wollen. Guck mal, wenn jemand dir die Waffen wegnehmen will, will er dich nicht beschützen, sondern dafür sorgen, dass du dich nicht wehren kannst, wenn man dich angreift. Im Jahr 1929 führte die Sowjetunion eine Waffenkontrolle ein. Und zwischen 1929 und 1953 wurden 20 Millionen politische Dissidenten getötet. 1935 führte Deutschland die Waffenkontrolle ein und begann sein Volk zu entwaffnen. Und bis 1945 wurden 13 Millionen Juden und andere Menschen umgebracht. 1935 führte China die Waffenkontrolle ein und begann mit der Entwaffnung der Bevölkerung. Und bis 1952 wurden 20 Millionen politische Dissidenten in China getötet. 1970 führte Uganda die Waffenkontrolle ein und begann mit der Entwaffnung der Bevölkerung. Und bis 1979 wurden 300.000 Christen getötet. 1956 führte Kambodscha eine Waffenkontrolle ein und begann seine Bevölkerung zu entwaffnen. Und bis 1977 wurden 1 Million Menschen getötet. Der Feind versucht ständig, dir die Waffe wegzunehmen. Nicht um dich zu verteidigen, sondern damit du dich nicht verteidigen kannst. Böse Diktatoren haben die Bevölkerung immer entwaffnet, um sie wehrlos zu machen, um sie zu Sklaven zu machen. Regierungen wissen, wenn sie die Menschen entwaffnen können, sind sie wehrlos gegen ihre Diktatur. Wenn Satan dich von der einen Sache entwaffnen kann, die du hast, um ihn zu verletzen, von der einen Sache, die du hast, um ihn im Kampf zu bekämpfen, wenn er dich entwaffnen kann, dann ist das eine leichte Beute. Der Teufel würde nichts lieber tun, als uns das zweischneidige Schwert der King James Bibel aus der Hand zu nehmen und es durch ein Buttermesser namens NIV zu ersetzen oder durch ESV zu ersetzen oder durch New King James zu ersetzen. Er will nicht, dass wir bewaffnet sind. Er will nicht, dass wir in der Lage sind, mit den Herrschern der Finsternis dieser Welt zu kämpfen. Die Bibel sagt in 2. Thessalonicher 2, Vers 3, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Die Bibel sagt uns, dass bevor die neue Weltordnung kommen kann, zuerst ein Abfall kommen muss. Was ist der Abfall? Apostasie. Und ich glaube, dass die modernen Bibelversionen der Schlüssel zum Plan des Teufels, eine Weltreligion, eine Weltregierung, eine neue Weltordnung sind. Die Bibel sagt uns, dass es vor Christi zweiten Kommen einen großen Abfall geben wird. Die Apostasie. Der große Abfall vor Christi zweiten Kommen wird eine Folge dieser falschen, lügnerischen, modernen Bibelversionen sein, die Gottes Wort verdrehen und verändern und die Lehren Christi verändern. Sie bauen Fehler in unsere Bibel ein. Und dann zweifeln die Leute an die Bibel, sie zweifeln an Gott. Und sie glauben an die Evolution. Alles, was es tut, ist eine Weltregierung zu fördern. Interessant ist, dass die Menschen, wenn sie sich auf die Kommende einer Weltregierung oder die eine Weltreligion beziehen, diese oft als die neue Weltordnung bezeichnen. Wer hat das schon gehört, die neue Weltordnung? Das Ende des Ost-West-Konfliktes. Wir haben alle auf eine neue Weltordnung gehofft. Es wurde viel darüber debattiert, wie die aussehen könnte. Aber er sieht auch, dass da möglicherweise ein Vakuum entsteht, dass man eine Weltführung braucht, die sich möglicherweise eine neue Ordnung auch gibt. Was versteht eigentlich der Politologe unter einer Weltordnung? Wann können wir sagen, jetzt haben wir eine Weltordnung gewissermaßen? Und so wird die neue Weltordnung aussehen. Das heißt, es wird nie die Entscheidung sein, entweder Amerika oder China, sondern man wird natürlich mit beiden Ländern zusammenarbeiten. Ist das das Ende der alten Weltordnung? Und wenn ja, wer prägt dann die neue? Welchen Ton schlägt man da an, um seine eigenen Werte in diese neue Weltordnung mit einzubringen? Es ist einer der angenehmeren Termine der Angela Merkel in dieser Woche. Auf dem Kirchentag darf sie über eine neue Weltordnung philosophieren, zusammen mit dem ehemaligen ghanaischen Präsidenten Kufuor. Weißt du was? Die NIV-Bibel verwendet den Begriff Neue Ordnung über das Kommen Christi. Die Bibel sagt in Hebräer Kapitel 9, Vers 10, allein mit Speise und Trank und mancherlei Taufen und äußerlicher Heiligkeit, die bis auf die Zeit der Besserung sind aufgelegt. Das bezieht sich auf etwas, das bereits in der Vergangenheit geschehen ist, oder? Die King James Bibel sagt hier, bis zur Zeit der Reformation. Das spricht über das erste Kommen von Jesus. Wir halten das Zeremonialgesetz nicht mehr ein.
Und warum? Weil die Zeit der Reformation kam, als der Herr Jesus Christus kam. Guck mal, die Neues Leben sagt, auf äußere Bestimmungen, die nur gelten, bis eine neue Ordnung kommt. Wenn du das Vers 11 in der NIV liest, klingt es so, als ob das etwas ist, das noch in der Zukunft liegt. Die neue Ordnung war nicht nur das erste Kommen Christi, sondern das zweite, worauf sich die neue Ordnung bezieht. Die Gute Nachricht-Übersetzung sagt es ganz offen. Um äußerliche, irdisch vergängliche Vorschriften, die nur auferlegt waren bis zu dem Zeitpunkt, an dem Gott die wahre Ordnung aufrichten würde. Fast alle modernen Versionen nennen sie die neue Ordnung. Und die meisten Christen lesen heute diese Bibeln. Weißt du was, es kommt ein Antichrist und wenn er kommt, wird es die Zeit der neuen Ordnung sein. Aber das ist nicht das, wovon der Hebräerbrief spricht. Es gibt viel in diesen neuen Bibeln, die die biblische Prophezeiung der Endzeit verfälschen, um die Menschen darauf vorzubereiten, den Antichristen zu akzeptieren, in diese neue Weltordnung hineingezogen zu werden, von dieser globalen Regierung, der eine Weltreligion, dem eine Weltsystem des Antichristen getäuscht zu werden und das Mahlzeichen des Tieres zu empfangen. Guck mal, in der Endzeit wird das Zeichen des Tieres geben, richtig? Es gibt viele Leute, die darüber reden. Hier ist, was der Teufel macht. Er hat keine originellen Ideen, oder? Er scheint sich zu leihen, was Gott geschaffen hat, es zu verdrehen und zu pervertieren. Er macht nicht etwas Neues. Also, das Zeichen des Tieres hat er sich nicht selbst ausgedacht. Er nimmt ein biblisches Konzept und verdreht es. Geht zu Hesekiel 9. Bevor es überhaupt ein Zeichen des Tieres gab, sprach Gott von einem guten Zeichen auf der Stirn der Gerechten. Vielleicht ist das für dich eine Überraschung, aber guck mal, Hesekiel 9, Vers 3. Da erhob sich die Herrlichkeit des Gottes Israels von dem Cherub, über dem sie gewesen war, hin zur Schwelle des Hauses. Und er rief dem Mann zu, der das leinene Gewand trug und das Schreibzeug an der Hüfte hatte. Und der Herr sprach zu ihm, gehe mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem, und mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden. Zu den anderen aber sprach er vor meinen Ohren, geht hinter ihm her durch die Stadt und erwürgt. Euer Auge soll nicht verschonen und ihr dürft euch nicht erbarmen. Tötet, vernichtet Greise, junge Männer und Jungfrauen, Kinder und Frauen. Von denen aber, die das Zeichen tragen, rührt niemand an. Und bei meinem Heiligtum sollt ihr anfangen. Da fingen sie bei den Ältesten an, die vor dem Tempel waren. Kommt dir das bekannt vor? Ein Zeichen auf der Stirn. Und wenn du dieses Zeichen nicht hast, wirst du getötet. Kommt dir das bekannt vor? Ja, das ist eine Prophezeiung des Alten Testaments, die Hesekiel gegeben wurde. Und daher hat der Teufel die Idee. Der Teufel wird diese Idee nutzen und sie verderben und verdrehen und nicht nur das. Aber ich glaube, dass wenn der Antichrist das Mahlzeichen des Tieres einführt, die Menschen auf Bibelstellen wie diese hinweisen und sie zeigen wird, schau, dieses Zeichen ist biblisch. Glaubst du, dass die meisten Christen heute Hesekiel 9 richtig verstehen? Also, wenn der Antichrist Hesekiel 9 und andere Teile des Zeichens auf der Stirn zeigt, wird er den Menschen vorgaukeln, hey, dieses Zeichen auf der Stirn ist von Gott. Guck mal, der Teufel wird nicht mit zwei Hörnern, einer Heugabel und einem Schwanz auftauchen. Leute, kommt und betet mich an. Er wird es glaubhaft machen. Die Bibel sagt, dass der Antichrist so überzeugend sein wird, dass er die Auserwählten verführen würde, wenn es möglich wäre. Geht zu Offenbarung 7. Ich werde den großen Unterschied zwischen dem Zeichen Gottes auf der Stirn und dem Zeichen des Antichristen zeigen. Die Bibel sagt in Offenbarung 7, Vers 3, und er sprach, schäde ich die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Hier ist die Rede von den 144.000 Zeugen, die während der Zornezeit Gottes in die Welt gesandt werden. Das sind die guten Menschen, die Heiligen, die bei der Auferstehung wieder zum Leben erweckt werden. Sie werden versiegelt und befinden sich nach der Auferstehung auf der Erde. Die Bibel sagt in Offenbarung 13, Vers 16, hier ist der Antichrist und es bewegt es allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen geben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das Mahlzeichen hat
oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit, wer das Verständnis hat, der berechnet die Zahl des Tieres. Denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Guck mal, wessen Namen schreibt er auf ihre Stirn? Es heißt in Vers 17, welcher das Malzeichen hat oder den Namen des Tieres. Das Tier ist der Antichrist. Wenn der Antichrist das Malzeichen des Tieres anbringt, wessen Namen bekommen sie dann an die Stirn? Die Namen des Tieres. Guck mal, den nächsten Vers, Offenbarung 14, 1. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion, das ist Jesus, und mit ihm 144.000. Die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Und was ist der Unterschied? Setzt Jesus seinen Namen auf ihre Stirn? Wessen Name wird auf ihre Stirn stehen? Den Namen des Vaters. Wessen Namen schreibt der Antichrist an die Stirn? Seinen eigenen Namen. Weißt du, was Jesus in Johannes 5 sagte? Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Also, wer kam im Namen seines Vaters? Jesus. Wer wird in seinem eigenen Namen kommen? Der Antichrist. Wer sagt, ich werde meinen Namen auf deine Stirn setzen? Es ist nicht Jesus, es ist der Antichrist. Das ist dort ein großer Unterschied. Sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Sternen sein. Der Name des Vaters wird auf ihren Sternen stehen, das ist konsequent, oder? Guck mal, was die modernen Bibeln in Offenbarung 14, 1 machen. Die Elberfelder zum Beispiel. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Sternen geschrieben trugen. Oh, diese modernen Versionen sind einfach leichter zu verstehen. Diese Änderungen sind nur ein Zufall. Ist das wirklich ein Zufall? Statt des Namens des Vaters ist es sein Name und der Name seines Vaters. Nun, was bedeutet das? Es bedeutet, dass es derselbe Name ist. Das bedeutet, dass der Name des Vaters auch Jesus ist. Der Name des Sohnes ist Jesus. Jemand sagte, der Antichrist wird nicht im Namen Jesu kommen, weil das der Name ist, der über allen Namen steht. Hast du jemals von einem anderen Jesus gehört? Ja, genau. Jeder, den wir Jesus nennen, ist der wahre Retter, oder? Die Mormonen haben einen anderen Jesus. Die Zeugen Jehovas haben einen anderen Jesus. Die modernen Bibeln sagen, dass der Name des Vaters und der Name des Sohnes derselbe Name sind. Und sie setzen ein Zeichen auf die Stirn, dass der Name Christi sein soll, während jedes gute Zeichen in der Bibel der Name des Vaters war. Es ist der Antichrist, der ihnen seinen eigenen Namen auf die Stirn schreiben will. Das ist kein Zufall. Der Grund, warum das absolut Sinn macht, ist, weil, wenn man alle Religionen zusammenbringen will, ist das nicht das, was der Antichrist tun wird? Er wird von allen Zungen, allen Nationen angebetet werden. Er wird alle Religionen zusammenbringen. Guck mal, an was für einen Gott glauben die Moslems? Ist es ein dreifaltiger Gott oder ist es ein Einheitsgott? An was für einen Gott glauben die Juden? Auch ein Einheitsgott. Auch die Hindus. Sie glauben an einen einzigen Gott, der in verschiedenen Wesen manifestiert. Deshalb ändern die modernen Bibeln Offenbarung 14, 1. So ob das der Vater und der Sohn denselben Namen haben, der auf der Stern steht. Und schau, Offenbarung 14, 1 wird der perfekte Vers sein, den der Antichrist zeigen kann, um das Malzeichen des Tieres anzunehmen. Ein super Vers für ihn. Vielleicht fragst du, sollen wir das wirklich glauben? An die neue Weltordnung? Es gibt heute Banker und Politiker, die versuchen, eine Einweltregierung einzuführen. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass der Antichrist eine Weltregierung einführen wird. Er wird eine Weltreligion einführen. Ich glaube nicht, dass es so weit hergeholt ist, dass die Leute sagen, oh, die Banker bringen eine neue Weltordnung mit einer Weltregierung. Nun, sie mögen denken, dass es nur die Banker sind. Aber wir wissen aus der Bibel, dass der Antichrist dieses bringen wird. Das ist, was die Bibel sagt. Seit dem Garten Eden gab es einen Angriff auf das Wort Gottes. Sogar bevor die Bibel vollständig niedergeschrieben wurde, gab es einen Angriff auf das Wort Gottes. Glaubst du, dass es heute anders ist? Nein. Heute wird das Wort Gottes angegriffen. Die modernen Bibelversionen unterscheiden sich deutlich von der King James Bibel. Um den Unterschied zu verstehen,
musst du die Geschichte der englischen Bibel verstehen. Es gibt hier in Phoenix ein Bibelmuseum, das eine größten Sammlungen seltener englischer Bibeln weltweit besitzt. Und der Direktor Joel Lampe wird uns einen Blick in die seltenen Erstausgaben der Bibeln werfen lassen, die der King James Bibel vorausgingen und der King James Bibel selbst. Er wird uns die Geschichte der King James Bibel erklären. Er wird uns den ganzen Weg vom griechischen Neuen Testament, von Erasmus dem originalen Textus Receptus, bis hin zur King James Bibel zeigen und durch die Geschichte all dieser englischen Bibeln führen. Also, bitteschön. Was Sie hier auf dem Tisch sehen, ist, kurz gesagt, die Geschichte der King James Bibel. Sie wurde 1611 gedruckt und es ist ein Irrglaube, dass sie die erste englische Bibel war. Das war sie aber nicht, es gab zahlreiche andere englische Exemplare vor 1611. Und was Sie hier sehen, beginnt mit dem griechischen Original, dem Textus Receptus, der von Erasmus von Rotterdam stammt. Das hat buchstäblich alles verändert, was wir heute in der Kirchengeschichte und auch in der weltlichen Geschichte kennen. Das hier ist der 1516 Erasmus von Rotterdams griechisch-lateinisches Neues Testament. Nennen wir Erasmus einfach das, was er ist, der klügste Mann, der je gelebt hat, ohne Gottheitsfaktor. Jesus ist natürlich der klügste Mensch, der je gelebt hat, oder? Auch Salomo ist dort oben, aber selbst heute halten wir Erasmus für den klügsten. Ob in den Wissenschaften, der Theologie oder der Philosophie, er war einfach klug. Ist das der originale Textus Receptus hier? Der originale Textus Receptus. Wow. Bitte schauen Sie es sich an. Es gilt allgemein als das wichtigste Buch, das je gedruckt wurde. Es ist das Buch, das die Reformation einleitete. Selbst als Atheist erkennt man an, dass dies das wichtigste Buch ist. Die Renaissance wurde dadurch eingeleitet. Die Wahrheit kommt aus davon. Und so sehen wir, wie zwingend notwendig dieses Buch ist. Es hat aber auch eine Unmenge von Problemen verursacht. Was will ich damit sagen? Das Geld floss nicht mehr nach Rom. Es war ein Gebäude im Bau. Es gab dort einen sehr berühmten Innenarchitekten, der mit der Ausstattung beauftragt wurde. Der Vatikan von Michelangelo von der Sixtinischen Kapelle. Das Geld hörte auf zu fließen. Die Kirche setzte Kopfgelder auf die Leute aus und sagte, du darfst es nicht lehren. Wir halten das nicht für richtig. Obwohl Erasmus gesagt hat, wir haben hier ein Problem, es heißt hier Metanoia und nicht Geldstrafe zahlen. Wir werden uns damit auseinandersetzen müssen. Aber die protestantische Bewegung ist aus diesem Buch hervorgegangen. Und was bedeutet Protestant? Zu protestieren. In der Ausgabe, die Sie mir zeigen, hat Erasmus das griechische Original neben das Kirchenlatein gestellt. Richtig. Das macht es sehr einfach, den Widerspruch zwischen den beiden zu erkennen, oder? Deshalb hat es alles verändert. Weil es zeigte, was wir falsch gemacht haben. Es zeigte, was es sein sollte. Aber er übersetzte es nicht, um zu zeigen, was es sein sollte, bis später. Und das war nicht vor 1519. Das sind also zwei widersprüchliche Dinge, die nebeneinander stehen, oder? Er zeigte nur die Beweise. Die lateinische, verfälschte Version der Kirche und dann den griechischen Original Textus Receptus. Ja. Er überlässt es im Grunde dem Leser, das Urteil zu fällen. Das ist die Kugel, die die Kirche im Grunde genommen getötet hat. Ja. Und was Sie hier sehen, ist die erste Ausgabe der Coverdale Bibel. Und das ist eigentlich, was William Tyndale gemacht hat. Er ist der Erfinder des Englischen, was wir heute sprechen. Er ist auch der Erfinder unserer allerersten englischen Bibel, die aus den Originalsprachen übersetzt wurde. Tyndale wollte in England dasselbe tun, was Luther in Deutschland tat. Er ging in den Untergrund. Und mit Hilfe von Luthers Bibliothek, Büchern wie diesem hier, in späteren Ausgaben von Erasmus verfasste Tyndale das allererste Neue Testament. Es wird das meistgejagte Buch in der Geschichte Englands. Der König will, dass es verbrannt wird. Also England stand noch vollständig unter der Kontrolle der katholischen Kirche, zu der Zeit, als Tyndale sein Neues Testament verfasste. Es ist ein Buch, das im Grunde ein Angriff auf die etablierte katholische Kirche Englands zu dieser Zeit ist. Es wurde zu einer monumentalen Leistung, weil Tyndale in seinen letzten Lebensjahren die meiste Zeit damit verbrachte, aus dem Hebräischen und Griechischen zu übersetzen, um dieses Buch zu erstellen. Der Rest des Alten Testaments, ein Teil davon, könnte nicht mehr aus dem Hebräischen Original übersetzt werden, als dieses Buch rauskam? Nein, denn Tyndale wurde verhaftet, 1534. Er wurde 500 Tage lang unter Hausarrest gehalten. Am 6. Oktober 1536 wurde er herausgeholt und verbrannt. In dieser Zeit beendete Miles Coverdale das, was Tyndale begonnen hatte. Und was ich mehr liebe als alles andere, was wir in diesem Raum haben, ist dieser Text hier. Das ist die 1537er Matthäusbibel.
Und was ist das? Nichts weiter als ein fertiges Dies. Und als Tyndall starb, waren seine letzten Worte, als er sprach: Herr, öffne die Augen des Königs von England. Was geschah nun in diesem Gebet? Er hätte eine Million Dinge sagen können. Warum sollte er seinen letzten Atemzug damit verschwenden zu sagen: Öffne die Augen des Königs? Tyndall wusste, dass egal wie verrückt Heinrich der VIII auch sein mochte, wenn er ihn dazu bringen konnte, mit der etablierten Kirche Roms zu brechen, England eins und geschützt sein würde. Es ist eine Sache, eine persönliche Beziehung zu Jesus zu haben. Es ist eine andere Sache, wenn jemand jeden Morgen aufwacht und einen umbringen will. Und das war ihr Auftrag. Schließlich erlaubte Heinrich der VIII, die Bibel aufgrund einer einzigen Sache frei zu sein, einer Scheidung. Diese beiden Texte haben England verändert. Mit diesen beiden Büchern könnte man wirklich eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Ja, der Vermittler der Kirche und nicht nur Jesus Christus als Vermittler. Was wir heute die Beichtkabine nennen. Vergib mein Vater, denn ich habe gesündigt. Ich habe seit 2 Wochen nicht gebeicht. Ach so, das hat die Beichtkabine besiegt. Er hat ihn vollständig beseitigt. Es war nicht mehr nötig. Man musste sich nicht mehr von einem Menschen sagen lassen, was die Strafe für das Verbrechen ist, das man gegen Gott begangen hat. Und was wir hier haben, nennt man die große Bibel. Oder die Bibel, die tatsächlich autorisiert und erlaubt wurde von Heinrich der VIII., dem König von England. Eine spätere Ausgabe von Erasmus wurde von einem Mann namens Beza erstellt. Eine andere Ausgabe, mit dem wir am meisten vertraut sind, ist dieses hier, das von Stephanus stammt. Stephanus ist wichtig, weil er uns den griechischen Text der Geneva Bibel oder die Bibel der Reformatoren wie Johannes Calvin und William Whittingham liefert. Diese Leute benutzen diesen griechischen Text, um ihre englische Bibel zu übersetzen, die heute als Geneva Bibel bekannt ist. Sie ist berühmt, weil sie die erste mit den Versen ist. Deshalb ist die Geneva Bibel vielen von uns so vertraut. Woher stammt Johannes 3,16? Es stammt von diesen Leuten. Es waren nur die Verse, oder? Verse, genau, Verse. Die Kapitel waren schon da, aber die Versen waren es nicht. Nach Heinrich der VIII besteigt sein Sohn den Thron. Es war Edward der VI. Er starb sehr jung, er war nur 4-5 Jahre auf dem Thron. Aber in dieser Zeit erlaubte er auch, die Bibel frei zu sein. Auch er hatte keine Frau und Kinder. Also, wenn er keinen Erben hat, wer wird dann den Thron besteigen? Seine Schwester, die wir heute als Bloody Mary kennen. Wir nennen sie nicht so, weil sie dieser Cocktail mit Wodka mag. Wir nennen sie Bloody Mary, weil sie buchstäblich für den Tod von über 7000 Menschen aus ihrem eigenen Volk verantwortlich war. Hier ist ein perfektes Beispiel. Hier ist eine Familie. In Bloody Marys Herrschaft. Hier sind 5 Mütter und 5 Väter, die alle verbrannt werden. Und warum? Sie haben ihren Kindern das Vaterunser auf Englisch beigebracht. Wow. Sie hat sie auf einem Scheiterhaufen verbrannt. In ihrem Eifer für die katholische Kirche tötet sie diese Menschen. Die Eltern haben ihre Kinder unterrichtet. Okay, und sie wollten nur die Kirche für sie. Wir waren nicht qualifiziert, unsere Kinder zu unterrichten. Also, sie wurden verbrannt wegen Homeschooling. Wenn man darüber nachdenkt. In gewisser Weise war es das. Sie wollten die totale Herrschaft. Wow. Und während dieses Aufstandes beschlossen mutige Männer, dass wir uns auflehnen werden. Und wer waren sie? John Knox, John Fox, William Whittingham. Sie flohen aus England und begannen mit der Arbeit an einem neuen Text. Und wie nennen wir diesen Text heute? Die Geneva Bibel. Hier steht, jemand hat hier geschrieben, Familienbibel. Das ist es, was sie wirklich war, die allererste Familienbibel. Das, was wir heute als Textus Receptus kennen. Wir die erste Bibel für den Homeschooling hervorbringen. Die Geneva Bibel. Es rübersegelte mit der Mayflower. Das ist die Bibel, die Jamestown siedelte. Nach dem Terror von Bloody Mary hatte sie eine Schwester, sie war Königin Elisabeth. Um die Herzen von Menschen zu gewinnen, gab sie uns die Bischofsbibel. Dies geschah durch Bischöfe, durch Pastoren. Aber sie bauen auf der Arbeit der Geneva Bibel auf, sie wollten oder? Einfach etwas, das ein bisschen mehr Autorität hat. Das kommt von Leuten, denen man vertraut. Hebräisch-Griechisch-Experten. Aber sie kam nie bei den Menschen an, obwohl es großartig war. Irgendwie hatte sich einfach nicht durchgesetzt. Vielleicht wusste Gott einfach, dass etwas Besseres im Anmarsch vielleicht war. Und sie hatte keinen Mann, keine Kinder. Wir sollten König werden.
Ihr Cousin aus Schottland, wir kennen ihn als König Jakob. Die große Bibel, die Sie da unten sehen, das ist die erste Ausgabe der King James Bibel und ein Jahr später erlaubt er den Leuten, einen in einem Buchladen zu kaufen. Und sie halten hier das allererste King James Neues Testament in der Hand. Und dann im Jahr 1603 wird dann King James König. König Jakob VI. Von Schottland. Er würde König und es wurde ihm gesagt, dass eine neue Übersetzung der Heiligen Schrift herausgebracht werden sollte. Der Grund dafür war, dass viele Leute die Geneva-Bibel benutzen. Aber dann in die Kirche benutzen sie die Bischofsbibel. Es gab zwei Hauptversionen und beide hatten Probleme. Die Geneva und die Bischofsbibel hatten einige Probleme. Sie sagten, nehmen wir uns einfach die Zeit, es richtig zu machen. Sie holten die besten Gelehrten des Landes zusammen und sagten, wir versuchen nicht, eine schlechte Version zu ersetzen. Wir gehen hier vom Guten zum Besseren zum Besten. Das sind gute Übersetzungen. Die Geneva und die Bischofsbibel sind gut. Wir wollen sie einfach optimieren und auf den Punkt bringen. Von 1604 bis 1610 wurde die King James Bibel von 54 der größten Gelehrten der damaligen Zeit übersetzt. Nur zum Beispiel einer von ihnen, Lancelot Andrews, war ein Experte für Latein, Griechisch, Hebräisch, Chaldäisch, Syrisch, Arabisch und beherrschte außerdem 15 moderne Sprachen. Das ist einer von 54 Personen, die die King James Bibel übersetzt haben, im Laufe von 7 Jahren. Und ja, sie wurden in Gruppen aufgeteilt, in denen 6 Leute in diesem Teil des Alten Testaments arbeiteten und 6 Leute in jenem Teil und 6 Leute in jenem Teil des Neuen Testaments. Aber dann, nachdem sie in dieser Gruppe von 6 Leute gearbeitet hatten, die Experten in jeweiligen Sprachen waren, arbeiteten die Arabisch- und Hebräisch-Experten offensichtlich am Alten Testament und die Griechisch-Experten am Neuen Testament. Und nachdem jede kleine Gruppe ihren Abschnitt bearbeitet hatte, reichten sie ihn weiter, er wurde von den anderen Gruppen geprüft. So sahen sie sich alle das Ganze an. Ein anderer Übersetzer, der zu einer der griechischen Gruppen gehörte, hatte jede einzelne Seite der griechischen Literatur gelesen, die es zu dieser Zeit auf der Welt gab. Er hatte also jedes Stück, jede Tragödie, jede Komödie, jedes epische Gedicht gelesen. Er hatte sie alle gelesen. In 1603 sagte der König, ich werde ein Komitee einberufen und egal wie lange es dauert, ihr werdet euch in die Arbeit machen und dabei 2 Regeln anwenden. Das Alte Testament muss aus dem Hebräischen übersetzt werden, das Neue Testament aus der Griechischen. Und ich werde euch alle möglichen Mittel zur Verfügung stellen, um dies zu erreichen. Die besten Hebräer der damaligen Zeit, die besten gelehrten Griechen. Im Jahr 1603, 53 Gelehrten. Sie zogen los und arbeiteten 7 Jahre lang an dem, was wir heute als das wichtigste Buch in der Geschichte kennen. Die erste Ausgabe, der erste Druck eines King James Textes. Und sie brauchten 7 Jahre. Sie haben eine großartige Arbeit geleistet. Der King James, die wir heute lesen, stammt natürlich aus dieser Revision von 1769. Ja. Aber das war der Anker des Textes. Dies ist das Produkt davon. Im Jahr 1612 gab er uns das, was wir heute als das erste handliche King James Neues Testament kennen. Das war es, was sich durchsetzte. Das handliche Neue Testament. Wenn man es sich leisten kann, kann man es besitzen. Jede Buchhandlung verkaufte es. Und dann los geht's. Und dann wurde es zum meistverkauften Buch in der Geschichte der Menschheit. Und ist es bis heute so geblieben, als etwas anderes. Wenn wir uns die Bibel ansehen, die der King James Bibel vorangingen, Tyndale, Matthew, Coverdale, die große Bibel, die Bischofsbibel, die Geneva-Bibel, sie alle stimmen mit der King James Bibel überein. Sie alle lehren das Gleiche. Die King James Bibel ist die Zusammenfassung der Bibel, die ihr vorausgingen. Also, wenn die King James Bibel mit allen anderen englischen Bibeln, die ihr vorausgingen, übereinstimmt, warum sind diese modernen Bibeln dann so unterschiedlich? Dr. James White ist ein Mann, der gegen Leute debattiert hat, die King James Only sind. Er hat ein Buch gegen die Anhänger des King James Onlys geschrieben. Er gilt als der Experte dafür, warum der King James Onlyismus falsch ist. Also werden wir mit ihm sprechen und herausfinden, was seine Argumente sind. Es freut mich, wie geht es Ihnen? Dr. James White, vielen Dank, dass Sie heute mit uns sprechen. Ebenso. Können Sie mir kurz den Codex Sinaiticus in aller Kürze und auch Codex Vaticanus erklären? Sowohl Sinaiticus als auch Vaticanus sind die Hauptfeinde der King James Only Bewegung, weil sie so eine zentrale Rolle gespielt haben bei der Entwicklung eines anderen neutestamentlichen Textes als das des Textus Receptus.
Zwei Männer namens Westcott und Hort stellten einen kritischen Text zusammen, der hauptsächlich auf zwei Handschriften basiert, die als Sinaiticus oder Codex Aleph und Vaticanus oder Codex B bekannt sind. Diese beiden Handschriften hielten Westcott und Hort für älter und damit für zuverlässiger als die anderen griechischen Texte, die Textus Receptus. Die modernen Bibeln sind angeblich das Ergebnis moderner Archäologie, moderner Gelehrsamkeit und moderner Entdeckungen. Selbst die Leute, die diese modernen Bibel propagieren, werden dir sagen, dass die modernen Verleger heute einfach mehr Quellen zur Verfügung haben. Sie haben Manuskripte, die den King James Übersetzern nicht zur Verfügung standen. Deshalb sagen sie, dass die modernen Bibeln besser sind. Der Grund dafür ist, dass die Manuskripte, aus denen die modernen Bibeln übersetzt werden, die NIV und so weiter, neuere Entdeckungen sind. Das bedeutet, dass sie jahrhundertelang vergraben waren. Guck mal, glaubst du, dass die wahre Bibel jahrhundertelang begraben war? Ich meine, glaubst du wirklich, dass Gott zulassen würde, dass ein Volk die falsche Bibel benutzt? Jahrhundertelang. Und dann plötzlich im 19. Jahrhundert die richtigen Manuskripte finden würden. Das macht keinen Sinn. Gott hat versprochen, sein Wort für alle Generationen zu bewahren. Aber sie glauben im Grunde, dass Gottes Wort in seiner wahren Form irgendwo vergraben wurde. Und dass all dieser Jahrhunderte lang jeder etwas Falsches gelesen, gepredigt und geglaubt hat. Und dann Gott sei Dank hat die Archäologie um 1800 diese neuen Manuskripte ausgegraben. Das wahre Wort Gottes, das all die Jahre vergraben war. Schau, wenn Gott so viel Zeit und Mühe auf sich genommen hat, um uns das Wort Gottes durch all die Propheten und heiligen Männer Gottes zu bringen, die im Laufe von tausenden von Jahren so sprachen, wie sie vom Heiligen Geist bewegt wurden, und dann lässt er es einfach begraben? Nein, diese neueren, besseren Manuskripte, die in letzter Zeit ausgegraben worden sind, sind gefälscht. Sie tragen Namen wie Codex Vaticanus. Nun, was fällt dir dazu ein, Codex Vaticanus? Guck mal, weil es im Vatikan gefunden wurde oder mit dem Vatikan zu tun hat, ist das sofort verdächtig. Es gibt mehr als 5200 griechische Fragmente und Teile des Neuen Testaments, die zum Studium zur Verfügung stehen. Und 45 davon sind die vorherrschenden Texte, die von den Übersetzern außerhalb der King James Bibel verwendet werden. Das ist 1% der verfügbaren Manuskripte. Die King James Bibel verwendet 99,06% dieser 5255 Texte, um sie zu übersetzen. Und in den Evangelien selbst gibt es über 3000 Unterschiede zwischen dem Sinaiticus und dem Vaticanus. Woher sollen wir also wissen, welche der beiden Handschriften die richtige ist? Oder welche die richtigen Passagen sind, die verwendet werden sollten? Wenn sie nicht durch die anderen 43 Quellen, die verwendet haben, bestätigt werden. Wenn ich zwei Handschriften A und B habe, die sich allein in den Evangelien in 3000 Stellen widersprechen, woher weiß ich dann, welche zuverlässig ist? Ich vertraue lieber auf die Vorherrschaft der Handschriften, die uns den Textus Receptus beschert haben. Wenn wir etwas finden, das vergraben wurde und etwas anderes aussagt als der überlieferte Text, the received text, der Textus Receptus, die Bibel, die die Menschen seit Jahrhunderten benutzt haben, dann muss das gefälscht sein. Es kann nicht das Wort Gottes sein, wenn Gott es nicht bewahrt hat. Sie lehnen im Grunde tausende von Bibeln in verschiedenen Sprachen ab, die alle dieselbe sagen. Stattdessen entscheiden sie sich für den Codex Vaticanus und den Codex Sinaiticus, nur weil sie angeblich älter sind. Okay, aber nur weil sie älter sind, heißt das nicht, dass sie richtig sind. Das bedeutet nicht, dass sie nicht gefälscht sind. Schau, Paulus sagt in 2. Korinther, dass die Menschen das Wort Gottes schon zu seiner Zeit verdorben haben. In 2. Thessalonicher schrieben sie bereits eine falsche Schrift, die vorgab, von Apostel Paulus zu stammen. In Offenbarung 22 warnte Gott bereits die Menschen, die versuchen würden, Gottes Wort wegzunehmen oder zu ergänzen. Das hat bereits stattgefunden. Nur weil man Manuskript hat, das 200 Jahre nach Christus verfasst wurde. Oh, das kann nicht manipuliert werden, oder? Natürlich kennt es das. Und die Bibel sagt, dass es viele sind, die das Wort Gottes verfälschen. Nicht von wenigen, sondern von vielen. Diese zwei Manuskripte stehen nicht für sich selbst. Genau. Und heute gibt es im Nestle Aland 28 bzw. UBS 4. Ausgabe einige Stellen, wo nicht nur der Sinaiticus mit dem Vatikanus nicht übereinstimmt. Häufig stimmen sie aber überein. Ja. Sie stehen nicht alleine. Im Lichte der Papyri
der unausgewogenen Voreingenommenheit von Westcott und Hort für Aleph und B. Aber sie haben auch schon vor den Papyri gearbeitet. Alles vor den Papyri ist heutzutage im Großen und Ganzen irrelevant. Es ist überholt worden durch neuere Entdeckungen von Manuskripten. Die Entdeckung der Papyri, die natürlich aus Ägypten und vielen anderen Orten kam. Alexandria ist eine Stadt in Ägypten. Ägypten ist eine Nation in der Bibel, die immer mit dem verbunden ist, was gottlos oder sündig oder falsch ist. Zum Beispiel heißt es in Offenbarung 11, Vers 8, und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Wenn Gott einen Ort in der Bibel als Sinnbild für das Böse, das Gottlose und Satanische benutzen will, dann benutzt er Ägypten als Sinnbild dafür. Ägypten ist in der Bibel ein Symbol für Bosheit, für Gottlosigkeit. Die Lesarten dieser frühen Manuskripte, Nummer 66, 75 und 72, haben verifiziert und demonstriert, dass die Texttradition, die man in Sinaiticus und Vatikanus findet, nicht nur auf sie beschränkt war. Ich meine, es werden heutzutage Theorien verbreitet, dass es katholische Fälschungen waren und all diese ganzen Dummheiten. Du wirst vielleicht nicht denken, dass die NIV eine katholische Bibel ist. Oh, sie ist für die Baptisten. Aber weißt du was, ich werde dir all die katholischen Lehren zeigen, die sie unterstützt, weil sie aus diesen katholischen Manuskripten stammt. Apostelgeschichte 8,37 wurde aus den modernen Bibelversionen entfernt, weil sie die Kindertaufe verurteilt. Deswegen führen wir die Kindertaufe nicht durch. Weil laut der Bibel, was hindert mich daran, mich taufen zu lassen? Man muss erst glauben und dann getauft werden, oder? Ein Säugling kann nicht glauben und wenn ein Säugling stirbt, kommt er in den Himmel. Aber ein Katholik könnte das lesen und sagen, oh, die Kindertaufe, sehr schön. Kein Problem, lass sie uns einfach taufen. Nein, etwas hält dich von der Kindertaufe ab, es ist der Glaube. Die Katholiken lehren, dass Maria während ihres ganzen Lebens Jungfrau war. Natürlich wissen wir, dass Maria Jungfrau war, als sie Jesus zur Welt brachte. Aber die Bibel sagt eindeutig, dass sie danach noch andere Kinder hatte. Es werden sogar 4 Halbbrüder Jesu genannt. Jakobus, Joses, Simon und Judas. Er nennt die Namen der Brüder und dann heißt es, und sind nicht seine Schwestern alle bei uns? Jesus hatte mindestens 7 Halbgeschwister, vielleicht sogar mehr. Hier ist ein Beweis dafür in Matthäus 1, 25. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte. Und nahm seine Frau zu sich und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Und er gab ihm den Namen Jesus. Es heißt nicht, dass er sie nicht erkannte. Es heißt nur, dass er sie nicht erkannte, bis sie ihren erstgeborenen Sohn zur Welt gebracht hatte. Aber die modernen Bibeln sagen, dass er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte. Guck mal, was fehlt hier? Erstgeborenen Sohn, oder? Wenn Jesus der erstgeborene Sohn Marias ist, bedeutet das, dass es einen Zweitgeborenen gibt. Aber die NIV hat es gestrichen, damit man sagen kann, naja, das ist der einzige Sohn, den sie hatte. Eine andere Lehre der katholischen Kirche, die von der NIV unterstützt wird, ist der Lehre der Selbstgeißelung. Und ja, du hast mich richtig gehört, Selbstgeißelung oder sich selbst zu schlagen. Deine katholischen Freunde schlagen sich wahrscheinlich nicht selbst. Aber die römisch-katholische Kirche hat im Laufe der Geschichte gelehrt und gefördert, sich selbst zu schlagen. Als Heinrich der VIII. Den Katholizismus in England illegal machte und die römisch-katholische Kirche aus England vertrieb, erließ er gleichzeitig ein Gesetz gegen das Selbstschlagen. Selbst heute auf den Philippinen schlagen sich fromme Katholiken selbst heute im Jahr 2022. Sie kreuzigen sich, sie schlagen sich selbst, sie kriechen auf den Knien, bis sie bluten, sie führen diese Art von Handlungen um sich selbst durch. Schau, was die Bibel in 1. Korinther 9, 27 sagt. Sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Aber die NIV sagt, ich schlage meinen Körper. Die meisten modernen Bibeln sagen etwas in der Art von, ich treffe meinen Schlägen den eigenen Körper. Nein, sie sagen nicht unterwerfen. Nein, das ist, was die NET sagt. Ah, okay. Aber ich sage dir, die NIV sagt, ich schlage meinen Körper. Die 2010er-Version der NIV sagt, ich schlage meinen Körper einen Stoß. Nein. Ich verprügle meinen Körper. Nein, glaub nicht, dass ich die NIV verteidigen würde. Okay. Es ist heute die meistverkaufte Übersetzung in Amerika. Das bezweifle ich. Ich habe es in vielen Quellen nachgeschlagen. Ich glaube, dass die ESV... Nun... Okay, ESV, wenn du die Liberalen... ESV ist Nummer 5. Ich habe viel darüber geforscht. Okay, wenn du die Liberalen...
die liberalen Konfessionen mit einbeziehst, dann vielleicht. Also 1. Korinther 9, 27, werden Sie das sich selbst schlagende NIV nicht verteidigen? Nein. Weil es katholisch ist, oder? Ich meine die katholische Kirche. Oh, nee. Gute Nacht. Nee, das ist es wirklich nicht. Nein. Aber warte mal. Oh. Sagen Sie, dass Katholiken sich bis heute nicht selbst schlagen? Dass sie keine Selbstgeißelung praktizieren? Manche. Dass Heinrich der Achte. Manche wenige machen das, aber die überwiegende Mehrheit kommt noch nicht mal zur Messe. Okay, aber was ist mit der Geschichte? Wie war das in England, als Heinrich der Achte die Katholiken vertrieb und im selben Jahr das Auspeitschen illegal machte? Aber Steven, was hat das mit den Übersetzern der NIV zu tun? Weil das ist es, was es zu tun hat. Der Nur weil Teufel. Man das in der Vergangenheit gemacht hat, heißt es noch lange nicht, dass sie das damit sagen wollten. Ja, das meinte ich nicht. Was ich damit sagen will, ist, dass Satan Satan ist. Okay? Und derselbe Satan, der die Menschen im Mittelalter dazu gebracht hat, sich selbst zu schlagen, ist derselbe Satan, der eine Passage in die NIV gesetzt hat, die besagt, dass man sich selbst schlagen soll. Das ist die Verbindung, worüber ich rede. Sogar mit der Übersetzung der NIV ist es offensichtlich, worum es geht. Und es ist offensichtlich metaphorisch. Okay, die Amplified Version, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber die Amplified Version war mir immer zu laut. Ich habe es nicht einmal verstanden. Aber guck mal, was die Amplified Version sagt. Aber wie ein Boxer schlage ich meinen Körper. Lass mich dir es fragen. Hast du jemals einen Boxer gekannt, der sich selbst schlägt? Ich nicht. Die Common English Bibel macht es dir wirklich leicht zu verstehen. Denn ist das nicht der Grund, warum du diese neuen Versionen magst? Vielmehr lande ich Faustschläge auf meinen eigenen Körper. Und unterwerfe ihn wie einen Sklaven. Guck mal, sich selbst zu schlagen ist keine biblische Lehre. Vielleicht sagst du, das war nur bildlich gemeint. Okay, was ist mit all den Menschen, die sich tatsächlich selbst schlagen? Das ist eine seltsame Lehre, okay? Die Bibel sagt in Matthäus 6, 7, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht nichtige Wiederholungen brauchen wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört um ihre vielen Worte willen. Also die Bibel hier lehrt, nicht nichtige Dinge immer wieder zu wiederholen. Und zu denken, dass Gott uns mehr erhören wird, wenn wir etwas immer wieder sagen, als wenn wir es nur einmal sagen. Was ist denn eine Wiederholung? Dasselbe zweimal zu sagen? Oder dreimal oder fünfmal? Er sagt, benutzt keine nichtigen Wiederholungen, wie es die Heiden tun. Okay, die NIV hingegen und alle modernen Bibeln haben das verändert. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört um ihre vielen Worte willen. Plappern bedeutet, dass man nur über bedeutungslose Dinge redet und immer weiter und weiter plappert. Nicht dasselbe wie nichtige Wiederholungen. Wenn ich zu einem Katholiken sage, du wiederholst das gleiche Vaterunser immer und immer und immer wieder. Du wirst nicht erhört werden, weil du so viel redest. Das ist eine nichtige Wiederholung. Du musst das einmal sagen und damit fertig werden und nicht immer wieder das gleiche wiederholen. Das wird durch Matthäus 6, 7 bestätigt. Aber, hey, hör auf, wie eine Heide zu plappern. Wenn sie sagen, das ist kein Plappern. Das Vaterunser ist Gottes Wort. Und sie haben recht, oder? Aber ich werde es nicht auf eine sinnlose Art und Weise zu Gott wiederholen. Und sie lehren nichtiger Wiederholungen, dass eine Abänderung vorgenommen wurde. Nicht nur das, sondern die Katholiken haben eine sehr strenge Lehre, dass man den Priestern seine Sünden bekennen muss. Und sie zeigen Jakobus 5, 15. Und in der katholischen Bibel gibt es eine Anmerkung in der Spalte, die besagt, hey, dieser Vers sagt dir, dass du deine Sünden den Priestern bekennen sollst. So steht es in der katholischen Douay-Rheims Bibel. In den Fußnoten steht genau das. Guck mal, hier steht, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Aber guck mal, was die modernen Versionen daraus gemacht haben. Bekennt einander also eure Sünden. Und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Vielleicht sagst du, das ist das Gleiche. Nein, es ist nicht das Gleiche. Erstens, wenn man sich die ursprüngliche Sprache ansieht, was im Griechischen steht, dann ist das Wort Übertretung und nicht Sünde. Das griechische Wort in Textus Receptus wird hier mit Übertretungen oder Verfehlungen übersetzt. Wenn die Menschen dort das Falsche lesen, sind sie zu sehr damit beschäftigt, ihre Sünden den Menschen zu bekennen, anstatt ihre Sünden Gott zu bekennen. Aber die Bibel sagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Ich hingegen bekenne meine Verfehlungen vor dir und sage, ich bin in diesem einen Bereich meines Lebens schwach. Ich bin hier verfehlt. Ich brauche Kraft, bitte bete für mich. Wenn ich dir meine Verfehlungen bekenne, gehe ich nicht zur Beichte. Und ich bekenne dir auch nicht meine Sünde, sondern ich bekenne die Fehler und Schwächen, die ich persönlich habe. Es gibt einen Unterschied zwischen Sünde und Verfehlungen oder Übertretungen.
Das evangelikale Christentum hat den Katholizismus seit jeher nicht als wahres Christentum akzeptiert. Als ich ein Kind war, gab es im christlichen Buchladen Bücher und Literatur, die die katholische Kirche entlarvten, und sie warnten vor ihr. Heute gibt es in christlichen Buchhandlungen Rosenkranzperlen, katholische Bibeln und katholische Utensilien. Die Grenzen zwischen dem evangelikalen Christentum und dem römischen Katholizismus verschwimmen immer mehr. Die Menschen werden auf eine Weltreligion vorbereitet, die den Katholizismus, alle Konfessionen des Christentums und alle Religionen der Welt vereint. Those who push for a global religious organization believe that all religions, while different on the surface, are each valid pathways to God. Instead of all these different gods, maybe there's one God who manifests himself and revealed himself in different ways to different people. You know, what about that, huh? Do we all worship the same God, Christian and Muslim? I think we do. Does? We have different routes of getting to the Almighty. Do Christians and non-Christians, do Muslims go to heaven in your mind? Yes, they do. We have different routes of getting there. I think everybody that loves Christ or knows Christ, whether they're conscious of it or not, they're members of the body of Christ. And that's what God is doing today. He's calling people out of the world for his name, whether they come from the Muslim world or the Buddhist world or the Christian world or the non-believing world. They are members of the body of Christ because they've been called by God. They may not even know the name of Jesus, but they know in their heart that they need something that they don't have, and they turn to the only light that they have, and I think that they are saved and that they're going to be with us in heaven. Until I die, I'll proclaim nothing but love for all my brothers and sisters in Christ, my Catholic brothers and sisters, Protestant brothers and sisters, Christian reformers, Lutherans, I don't care what label you are. And you know, Jack, there are so many other Protestant ministers who are doing the same thing as you. Yes. You're comfortable with the Vatican? Oh, I'm very comfortable with the Vatican. I've been to see the Pope several times. They believe in Christ. They believe in the death of Christ on the cross and his resurrection. I feel that I belong to all the churches. I'm equally at home in an Anglican or Baptist church or a Brethren Assembly or a Roman Catholic church. You know what? We don't all have the same views, and I realize Mormonism is not traditional Christianity, but I'm probably a little broader and more open in the fact that when somebody loves Jesus and believes they're the Son of God, that's good for me. Robert McGinnis with the Family Research Council says it appears the hidden agenda is to unite people under one religious organization so they will peacefully accept UN goals such as population control, abortion rights, and one world government. Der Teufel weiß, dass wenn er die Menschen dazu bringen will, die neue Weltordnung und die falsche Religion zu akzeptieren, dass er sehr langsam Veränderungen vornehmen muss. Er wird nicht am Steuerrad rütteln. Der Teufel hackt langsam an den Fundamenten unserer Religion herum. Der Teufel hackt langsam an den Fundamenten des Wortes Gottes herum. Er hackt langsam am wahren biblischen Christentum herum, um es durch eine neue globale Religion zu ersetzen, in der der Antichrist als der Herr Jesus Christus angebetet wird. Welche Rolle werden die moderne Bibelversion in dieser neuen Weltordnung spielen? Guck mal, je mehr Übersetzungen herauskommen, desto liberaler scheinen sie zu werden, desto akzeptabler für die breite Bevölkerung. Es gibt heute mehr als 200 Übersetzungen auf Englisch. Bei diesen Übersetzungen gibt es Leute, die Übersetzungen für Schwule und Lesben einfügen. Es gibt Leute, die das Wort er oder sie streichen und es zu es machen. Sie werden immer liberaler, so dass alle Glaubensrichtungen und alle Arten von Menschen zusammenkommen können und sich nicht durch etwas Bestimmtes angegriffen fühlen. Das ist von Natur aus ökumenisch. Die Ökumene ist ein fester Bestandteil der Endzeit. Die King James Bibel verwendet das Wort Hölle 54 Mal. Wenn du das Alte Testament in der NIV liest, nicht ein einziges Mal wird das Wort Hölle erwähnt. Man liest das Wort Hölle nicht einmal in der NIV, bis man zum Buch Matthäus kommt. Nun, angeblich werden diese neuen Versionen so geschrieben, dass sie leichter zu verstehen sind. Aber wenn wir irgendjemanden auf der Straße fragen würden, was die Hölle ist, könnte er uns sagen, dass die Hölle ein Ort des Feuers und der Qualen ist.
Es ist ein Ort, an dem man nach dem Tod kommt, um bestraft zu werden. Wenn wir sie fragen, was Sheol bedeutet, werden die meisten es nicht wissen. Ich glaube, dass die King James Bibel das Wort Gottes ist. Ich glaube, dass sie ohne Fehler ist. Und ich glaube, dass die anderen Versionen, die herauskommen, die NIV und das Neues Leben, dass sie einfach schlecht sind, dass sie vom Teufel sind. In ihrem Buch scheint es, als ob sie überhaupt nicht sehen, dass hinter diesen Änderungen irgendetwas Böses stecken könnte. Sie scheinen nicht zu glauben, dass der Teufel jemals Gottes Wort korrumpiert würde. Oder dass irgendeiner dieser Änderungen schändlich wäre. Dass irgendeiner der Textabweichung mit dem Kerl zu tun hätte, der sagt, ich werde das ändern, weil ich böse bin. Weil ich Gottes Wort ändern will. Ich glaube eigentlich, dass Gott sein Wort bewahrt hat. Aber sie glauben nicht, dass es ein... Zum Beispiel verwenden sie den Begriff Verschwörungstheoretiker etwa 20 Mal in ihrem Buch. Glauben sie, dass es keine Verschwörung gibt, um Gottes Wort zu verändern? Nein, ich denke, dass ganze Bibelübersetzungen existieren, um Gottes Wort zu verändern. Könnte sie damals auch schon gegeben haben? Wenn es heute Menschen gibt, die so etwas wie die neue Weltübersetzung herausbringen, die eindeutig eine Perversion von Gottes Wort ist, okay? Wenn also Menschen heute Gottes Wort mit der neuen Weltübersetzung pervertieren, zum Beispiel, dann haben sie Gottes Wort zu Zeiten des Paulus pervertiert, er hat davor gewarnt. Warum glauben sie nicht, dass die Menschen im 3., 4., 8., 9. Jahrhundert Gottes Wort verdreht haben? Wir wissen, dass die neue Weltübersetzung eine Perversion von Gottes Wort ist. Das ist einfach festzustellen. Der Grund, warum ich den Begriff Verschwörungstheorie verwende, ist, dass du Beweise haben musst, um das zu unterstützen. Nicht einfach nur, naja, es sieht so für mich danach aus. Weißt du, die einzigen Stellen, wo die neue Weltübersetzung etwas falsch übersetzt, sind genau die Fragen, in denen die Wachturmgesellschaft mit dem biblischen Christentum nicht übereinstimmt. Sie müssen Hiob 6, Vers 5 in der neuen Weltübersetzung nicht gelesen haben. In Hiob 6, 6 in der King James Bibel heißt es, lässt sich etwas Fades ohne Salz essen? Oder findet man am Eiweiß irgendwelchen Geschmack? Aber die neue Weltübersetzung sagt, gibt es Geschmack im Eibischschleim? Wow. Das ist etwas, das sie geändert haben. Das hat nichts mit dem Wachtum zu tun hat. Also, was ich damit sagen will, ist, dass... Das hast du auswendig gelernt. Könnte sein. Das hast du auswendig gelernt. Ich wusste gar nicht, dass im Eibischschleim ist. Wenn sie eine neue Weltübersetzung haben, kann ich sie ihnen gerne zeigen. Hab ich. Aber glauben sie mir. Aber weißt du was? Es gibt eine neue Ausgabe, die letzte Woche herausgekommen ist. Ich wette, da steht immer noch Eibisch, aber ich werde nachsehen. Aber hier ist mein Punkt damit. Was ist mit all den Leuten da draußen? Und sie haben das schon oft gehört. Ich habe es schon oft gehört. Oh, die Bibel ist voller Widersprüche. Ja, könnte es nicht sein, dass es eine Absicht gibt, Widersprüche zu schaffen? Nur um dumme Dinge in die Bibel zu schreiben, zum Beispiel. Saul war ein Jahr alt, als er zu regieren begann. Die Bibel sagt in 1. Samuel 13, 1, Saul war ein Jahr König gewesen und nachdem er 2 Jahre über Israel regiert hatte. Aber in der English Standard Version heißt es, Saul war ein Jahr alt, als er König wurde. In der Douay-Rheims katholische Bibel heißt es, Saul war ein Kind von einem Jahr, als er zu regieren begann und er regierte 2 Jahre über Israel. Weißt du, was diese Version uns sagt? Dass Saul ein Jahr alt war, als er König wurde. Hier ist das Problem. In 1. Samuel 9, 2 heißt es, um Haupteslänge überragte er alles Volk. Nach der neuen Bibel war er ein Jahr alt, als er Kopf und Schultern über allen Männern stand. Es war ein großes Baby. Lass mich dir sagen, diese Bibeln sind dumm. Manchmal beim Seelengewinnen sagen die Leute zu mir, ich glaube nicht an die Bibel, weil sie Fehler enthält. Und ich sage, dann zeig mir einen. Wenn sie eine NIV herausziehen, sage ich, bitte nein, ich kann dir die Fehler in dieser Bibel zeigen. Zeig mir einen in der King James Bibel, du wirst nicht einen finden. Hier ist eine weitere Änderung, die modernen Versionen vornehmen. Galater 5, 12. Oder sie auch abgeschnitten würden, die euch verwirren. Aber die modernen Bibeln sagen, meinetwegen können sie, die euch beunruhigen, sich auch verschneiden lassen. Klingt das wie etwas, das die Bibel lehren würde, das der Apostel Paulus sagen würde? Vielleicht sagst du, ich glaube nicht, dass das in der NIV so gemeint ist. Okay, wie wäre es dann mit, von mir aus sollen sich die euch durcheinander bringen, auch noch kastrieren lassen? Oder diese Leute, die Unruhe bei euch stiften, sollen sich doch gleich entmannen lassen? Und Neues Leben Bibel sagt, sich selbst verstümmeln. Hallo, hörst du dir das an? Denn dieser Begriff abgeschnitten hat nichts damit zu tun, dass man entmannt oder kastriert wird oder sich selbst verstümmelt.
Paulus bezieht sich auf die alttestamentlichen Schriften über Menschen, die Gottes Wort ungehorsam waren, dass sie ausgeschnitten werden würden. Ich habe nicht die Zeit, alle 100 Beispiele dafür aufzuzählen. Alles, was er dort sagt, dass sie rausgeschmissen werden müssen, dass sie abgeschnitten werden, dass sie von Gott vernichtet würden, das ist das, was es bedeutet. Entweder werden sie von Gott vernichtet oder sie müssen aus der Gemeinde rausgeschmissen werden. Aus der Versammlung, aus der Nation Israel. Das ist der Begriff ausgeschnitten. Aber diese Verrückten mit ihren modernen Versionen lassen den Apostel Paulus sagen, Mann, ich wünschte, diese Typen würden sich einfach entmannen. Ich wünschte, sie würden sich alle kastrieren. Ich wünschte, sie würden sich alle selbst verstümmeln. Das ist nicht, was er gelehrt hat. Das ist sehr seltsam. Aber diese neuen Versionen enthalten nicht nur eine Menge verrückter Dinge, die die Bibel dumm aussehen lassen, sondern sie haben auch eine sehr spezifische Agenda, um die Menschen auf die neue Weltordnung vorzubereiten. Teil dieser Vorbereitung ist es, Christen davon zu überzeugen, der Regierung zu gehorchen, egal was passiert. Die Schlüsselstelle, die sie verändert haben, ist Römer 13. I'm free to make myself a slave. I'm free to give up some of my freedom. I'm free, but I'm free to submit to the authority of my government. Even bad governments do God's work by keeping even a semblance of order in the streets. Even the government of the Soviet Union under Stalin was doing work for God. Even China under Mao Zedong was doing work for God. Honor the king. Do it anyway, whether the king deserves it or not. Honor your governor. Honor your mayor, whether or not they deserve it. Honor the king. No one will be able to be armed. We will take all weapons. Sir. Today in New Orleans, they got a lot tougher on the holdouts. Police department at your home! Not only the flooded areas, but New Orleans' driest and wealthiest neighborhoods, too. But gun confiscation is exactly what happened during the state of emergency following Hurricane Katrina in New Orleans. U.S. troops also arrived. Easing public fears and quelling dissent would be critical. And that's exactly what the clergy response team, as it's called, helped accomplish in New Orleans. The primary thing that we say to anybody is let's cooperate and get this thing over with, and then we'll settle the differences once the crisis is over. Such clergy response teams would walk a tightrope between the needs of the government versus the wishes of the public. For the clergy, one of the biggest tools that they will have in helping calm the public down or obey the law is the Bible itself, specifically Romans 13. Because the government is established by the Lord. And that's what we believe in the Christian faith. That's what's stated in the scripture. Aber warte mal, was ist, wenn ein Polizist zu meinem Haus kommt und sagt, wasch mein Auto, Sklave? Verlangt die Bibel von mir, dem zu gehorchen? Okay, was ist, wenn ein Polizist mich auffordert, etwas Illegales zu tun? Was wäre, wenn ein Polizist zu mir käme und sagte, ich möchte, dass du über den Zaun in das Haus deines Nachbarn kletterst. Und ich möchte, dass du durch das Fenster schaust und siehst, was dein Nachbar macht. Du musst deinen Nachbarn ausspionieren. Ich meine, muss ich das befolgen? Vielleicht sagst du, du suchst dir dumme Beispiele aus. Genau, denn es hat noch nie eine Regierung gegeben, die den Menschen befohlen hat, ihre Nachbarn auszuspionieren. Das ist noch nie passiert, oder? So etwas wie Nazi-Deutschland gibt es nicht. So etwas wie die Sowjetunion gibt es auch nicht. Halt einfach den Mund und gehorche, was man dir sagt. Römer 13 erklärt uns, dass der Zweck der Regierung darin besteht, Übeltäter zu bestrafen. Und nicht darin, unseres Leben zu regeln und zu sagen, was wir tun sollen und uns zu kontrollieren. Ein weiterer wichtiger Punkt, der in Römer 13 gelehrt wird, dass wir den höheren Mächten gehorchen sollen. In den USA zum Beispiel haben wir verschiedene Regierungsebenen, oder? Welches ist das oberste Gesetz in unserem Land? Zuallererst Gottes Gesetz. Zuerst gehorchen wir Gott. Danach kommt die Verfassung der Vereinigten Staaten. Denn die Verfassung der Vereinigten Staaten ist das oberste Gesetz des Landes. Vielleicht sagst du, die Bibel sagt, wir sollen den König ehren, deshalb müssen wir Obama gehorchen. Aber warte mal, ist Obama der König? Wird unsere Regierung wie eine Monarchie geführt? Ich dachte, dass wir gewählte Beamte haben, die sich dem Volk gegenüber verantworten und dass sie nicht über dem Gesetz stehen, denn das oberste Gesetz des Landes ist die US-Verfassung. Wenn wir der Regierung gehorchen sollen, die über uns eingesetzt wurde, dann bedeutet das, dass wir die Verfassung befolgen sollen. Aber die NIV lehrt etwas ganz anderes. Sie lehrt nicht, dass man der höheren Macht gehorchen soll. Gehorche der Regierung, unter der du lebst. Anstatt zu sagen, jedermann ordne sich unter den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre, verweist nur auf die Tatsache, dass niemand auf dieser Erde eine legitime Autorität hat, die nicht von Gott kommt, warum müssen Kinder ihren Eltern gehorchen?
weil Gott es gesagt hat. Warum gehorchen wir einer menschlichen Regierung? Warum haben wir solchen Respekt? Weil Gott uns gesagt hat, dass wir eine menschliche Regierung brauchen, um Übeltäter zu bestrafen und die Unschuldigen vor denen zu schützen, die ihnen schaden wollen. Guck mal, was die neue Genfer Übersetzung sagt. Jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Und das ist nicht wahr. Die modernen Bibeln sagen, dass jeder, der eine Autoritätsposition innehat, von Gott dorthin gestellt wurde. Und das ist nicht wahr, denn eines Tages wird der Antichrist von Satan in eine Autoritätsposition gesetzt werden. Und nicht nur das, auch in Hosea heißt es. Sie haben Könige eingesetzt, aber nicht durch mich. Es gibt Zeiten, in denen menschliche Autorität von Menschen gegen den Willen Gottes eingesetzt worden ist. Und die Neues Leben Bibel sagt in Vers 6, aus diesen Gründen bezahlt ihr ja auch eure Steuern, denn die Beamten der Regierung müssen bezahlt werden, damit sie die Aufgabe erfüllen können, die Gott ihnen anvertraut hat. Gebt jedem, was ihr ihm schuldig seid. Bezahlt eure Steuern genauso wie den Zoll. Es sind nicht nur die Steuern, sondern auch der Zoll. Und das sind die schlimmsten. Die King James Bibel sagt, dass du die Regierung innerhalb eines bestimmten Rahmens gehorchen sollst, innerhalb gewisser Parameter, was ihre Aufgabe ist, was sie tun soll. Auch das Konzept der höheren Mächte ist als Kontrolle und Ausgleich gedacht. Warum ist die New King James nicht inspiriert, denn sie nutzt doch dieselben Manuskripte? Nee, sie macht das nicht. Es gibt viele Stellen, an denen die New King James Bibel vom Textus Receptus abweicht und von dem abweicht, was die King James sagt. Nicht im Neuen Testament. Doch, eigentlich schon. Es gibt eine Menge Stellen, an denen sie vom Textus Receptus abweicht. Die New King James Bibel ist gefährlicher, weil sie den Eindruck erwirkt, oh, das ist dieselbe wie die King James. Es ist nur ein modernes, aktualisiertes Werk. Wenn das alles wäre, würde ich es nicht einmal erwähnen. Denn viele Leute, die die NIV nicht einmal mit einer 10-Fuß-Stange anfassen würden, würden auch die ESV oder Neues Leben mit einer 10-Fuß-Stange anfassen. Aber sie sagen, okay, Pastor Anderson, die New King James ist ziemlich das gleiche wie die King James. Sie lässt nur die Dies und Daus weg. Sie ist genau wie die King James, nur dass sie etwas leichter zu verstehen ist. Okay, ich gebe dir ein paar Daten zum New King James. Sie lässt das Wort Herr 66 Mal weg. Das Wort Gott wird 51 Mal gestrichen. Das Wort Himmel wird 50 Mal gestrichen. Das Wort Buße wird 44 Mal gestrichen. Das Wort Blut wird 23 Mal gestrichen. Das Wort Hölle wird 22 Mal gestrichen. Und die folgenden Wörter sind vollständig gestrichen. Jehova, Verdammnis, Neues Testament und Teufel. Die Bibel ist nicht veraltet. Du musst dich nur ein bisschen schlau machen. Du musst etwas lesen, du musst die Sprache lernen. Und weißt du, was meine kleinen Kinder können sie verstehen? Und als Erwachsener kannst du nicht verstehen? Ist das nicht komisch, dass dieselben Leute, die sagen, dass die King James Bibel zu schwer zu verstehen ist, dir sagen, dass du Griechisch lernen musst? Ja, das wird wirklich leicht zu verstehen sein. Das King James ist zu schwer für dich, hier ist ein griechisches Neues Testament. Verrückt, oder? Schauen wir ein paar Verse und sehen, welche leichter zu verstehen sind. Der King James verwendet ein hartes Wort über eine Baumart, eine Eiche. Die New King James dachten, und das ist viel zu hart, Eiche? Ernsthaft? Sie endeten es in Terebinte. Ein bisschen leichter zu verstehen, oder? Richter 8,13 enthält eine schwierige Formulierung in der King James Bibel. Die Sonne war heraufgekommen. Okay, ich meine, das hat dich ganz schön verwirrt. Die Sonne war heraufgekommen. Sie endeten das in der Aufstieg von Heeres. Beim Aufstieg von Heeres. In 1. Samuel 22,6 wird dieses Wort Baum verwendet. Also beschloss der New King James, es in Tamariske zu ändern, damit es etwas leichter zu verstehen ist. In Jesaja 13,12 wird das schwierigere Wort Mann in der King James Bibel verwendet. Ich meine, stell die King James Bibel in ein Museum, wo sie hingehört. Mann? Gib mir etwas, das ich verstehen kann. Sterblichen ist doch viel besser, oder? In Daniel 6,3 steht ein schwieriges Wort Fürsten. Sie haben also wieder das einfache Wort verwendet. Satrapen. Schar in King James ist viel zu schwer, oder? Ändern wir es in Regiment. Okay, und niemand wird verstehen, was Treibsand bedeutet. Das ist so veraltet. Treibsand? Aber Syrte ist viel leichter zu verstehen, oder? Kauf mal eine New King James Bibel.
Sie ist viel leichter zu verstehen, weißt du? Ist die New King James wirklich so leichter zu verstehen als die King James? Das waren viele Beispiele, wo die King James Bibel viel einfacher ist, oder? Das war keine vollständige Liste, das war nur eine Reihe von Beispielen. Es hat nichts damit zu tun, dass es leichter zu verstehen ist. Es geht nur darum, sie zu verändern. Zu verderben, zu verdrehen, zu pervertieren. Das Einzige, worauf sie wirklich verweisen können und sagen, hier haben wir es viel einfacher gemacht, ist die Abschaffung der Dies und der Daus. Aber die Dies und die Daus sind wichtig. Weil die Dies und die Daus Singular sind und das You, Ye, Your Plural ist. Die Wörter mit TH beginnen sind Singular und die mit Y beginnen sind Plural. Das ist wichtig, weil man oft nicht weiß, ob man mit einer Person oder mit der ganzen Gruppe spricht. Es sei denn, man hat die Dies und die Daus, um das zu erkennen. Es ist wichtig, es ist alles wichtig. Matthäus 7,14 zum Beispiel, die New King James, sagt, schwer ist der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. King James sagt eng, was sich darauf bezieht, wie viele Menschen ihn gehen. Dass nur wenige sind, die gerettet werden können. Der New King James sagt, es ist schwer. Wenn es durch Werke geschehen würde, wäre es schwierig. In der New Living Translation heißt es, aber das Tor zum Leben ist sehr schmal und der Weg ist schwierig und nur wenige finden es. Guck mal, ist es schwer, gerettet zu werden? Guck mal, was die Bibel sagt in Lukas 13,23. Es sprach aber einer zu ihm, Herr, sind es wenige, die errettet werden? Guck mal, die Frage ist nicht, ist es schwer, gerettet zu werden? Nein, sind es wenige. Er aber sprach zu ihnen, ring danach durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Und das ist das Gleiche, was Jesus in Matthäus 7,14 sagt. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Aber viele andere englische Bibeln sagen, dass der Weg schwierig ist. Die Bibel sagt in 1. Petrus 2, Vers 1, so legt nun aber alle Bosheiten, allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, guck mal, damit ihr durch sie heranwachst. Die Bibel sagt uns, lies die Bibel, wenn du wachsen willst. Lies das Wort Gottes, begehre es. Lies es, damit du geistlich wachsen kannst, oder? So kannst du von einem Säugling in Christus zu einem reifen Christen werden, der das Wort Gottes versteht. Du wächst in deinem Glauben, du wächst in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Ganz einfach, oder? Es spricht über geistliches Wachstum. Wenn jemand fragt, wie kann ich ein christliches Leben führen? Du sagst, lies die Bibel und sie fragen, woher weißt du das? Du sagst, hier heißt es. Begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Aber wie heißt es in den modernen Bibeln? Und seid wie neugeborene Kinder. Begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Und die gute Nachricht, Bibel sagt, um im Glauben zu wachsen und das Ziel, eure Rettung zu erreichen. Wachsen wir in unserer Errettung? Nein, einmal gerettet, immer gerettet. Du musst nicht in sie hineinwachsen, es ist kein Prozess. Nun, ich habe Jesus vor 14 Jahren vertraut und arbeite heute noch an meiner Errettung. Nein, das ist schon vor langer Zeit geschehen. Warum? Warum fügen sie das hinzu? Ich sage dir warum, weil sie böse sind deshalb. Weil sie Gottes Wort korrumpieren. Es fügen etwas hinzu. Es ist dieselbe Taktik, die Satan in 1. Mose 3 benutzt hat. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Das ist der Grund, warum man beim Seelengewinnen auf Menschen trifft, die in eine liberale Kirche gehen, die NGÜ benutzen. Und wenn du sie fragst, bist du dir 100% sicher. Nun, ich bin noch dabei, ich arbeite immer noch daran. Ich weiß, dass ich Gott nahe sein sollte. Hey, wir reden nicht über das Lesen der Bibel. Wir reden über deine Errettung. Ich bin gerettet. Aber ich fühle mich, als hätte ich meine Erlösung verloren. Ich weiß nicht genau. Das ist die ganze Unsicherheit, die von solchen dummen Bibeln herrührt. Geh zu Johannes 12, 47. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Und was steht da in den modernen Bibeln? Und wenn jemand meine Worte hört und nicht befolgt, so richte ich ihn nicht. Diese modernen Bibeln lehren eindeutig, dass man Werke tun muss, um gerettet zu werden. Die Bibel sagt in Johannes 3, 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern den Zorn Gottes bleibt auf ihn. Aber viele andere Bibeln sagen, wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Ist Gehorsam für die Erlösung notwendig? Die Bibel sagt ganz klar, dass wir nicht durch Werke gerettet sind.
Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Jesus zu gehorchen ist ihm nachzufolgen, ein Jünger zu werden. Jesus sagte, man solle täglich sein Kreuz auf sich nehmen. Jesus nachzufolgen ist Werke. Es ist schwierig. Die Bibel sagt in 1. Korinther 3, dass es Menschen geben wird, die in den Himmel kommen und keine Belohnung haben werden, weil all ihre Werke verbrannt sind. Was bedeutet, dass sie Jesus nicht gefolgt sind, sondern nur an ihn geglaubt haben, dass sie nur darauf vertraut haben, dass er sie retten wird. Jesus hat den schwierigen Teil erledigt. Wie schwer ist ein Geschenk anzunehmen? Wie schwer ist ein Schluck Wasser zu trinken? Wie schwer ist es, durch eine Tür zu gehen? Wie schwer ist es, ein Stück Brot zu essen? Das sind die Dinge, mit denen Jesus die Errettung vergleicht, weil es einfach ist, gerettet zu werden, weil man sich den Weg in den Himmel nicht verdienen muss. Weißt du, was im Hebräerbrief über die Erlösung gesagt wird? Ruhe. Schau, ist Ruhe schwer? Lass dich von diesen modernen Versionen nicht täuschen. Vielleicht kommen so eines Tages und versuchen, warte mal, diese Gemeinde benutzt die New King James, ist egal. Sei Vorsicht. Glauben Sie, dass wir 500 verschiedene Bibeln brauchen? Nein, ich habe ja bereits erwähnt, dass wir einen Überfluss haben. Wir haben kein Bedürfnis an weiteren Übersetzungen. Ich denke auch nicht, dass es einen guten Grund gibt für die Explosion an Übersetzungen in den letzten paar Jahrzehnten. Ich kenne den Grund. Es ist ganz einfach. Es ist der Fakt, dass wenn du einen Verlag hast, bei dem du eine Studienbibel zum Beispiel herausbringen willst, und ich bin kein Fan von Studienbibeln, also was die großen Verlage getan haben, sie wollten keine Gebühren an jemand anderen bezahlen, also haben sie einfach alle ihre eigenen Übersetzungen herausgebracht. Es gibt ein finanzielles Motiv für all diese verschiedenen Versionen. Ja, keine Frage. Absolut keine Frage. Erwartet Gott, dass ein durchschnittlicher Christ das griechische Original lernt? Gott erwartet, dass der durchschnittliche Christ die Informationen nutzt, die ihm bereitgestellt werden. Wir leben in einer Zeit, wo wir viel mehr Informationen haben als andere Generationen vor uns. Und wir brauchen sie genau jetzt, denn die Angriffe waren noch nie betrügerischer. Stellen Sie eine Gefahr dar, denn hier ist meine Überzeugung darüber. Ich denke, wenn jemand Koine Griechisch lernen und es fließend beherrschen und lesen könnte, wäre das großartig. Aber ein bisschen Griechisch ist etwas genau, Böses. Sehen Sie nicht die Gefahr, ja, dass jemand, der zwei Semester Griechisch gelernt hat, in eine Bibelschule und sagt, sogar auch ein King James Only Typ, er hat zwei Semester Bibelschule Griechisch. Oh, die King James Bibel sagt etwas Falsches, sie haben sie falsch übersetzt. Und mit einer Handbewegung sind 7 Jahre von 50 Gelehrten einfach weg für ihn. Jede gute Sache kann missbraucht werden. Ein bisschen Griechisch kann eine böse Sache sein. Ich habe schon ganze Predigten gehört, die auf sehr schlechter Exegese beruhen. Okay, aber lass mich nur kurz erwähnen. Vor ein paar Jahren kam ein Pastor zu mir und sagte, hey, ich habe diese Sache hier im Kommentar gelesen. Junge, das könnte man gut predigen. Aber ich habe das noch nie von jemandem vorher gehört. Du kannst Griechisch, kannst du das für mich prüfen, bitte? Also habe ich es für ihn geprüft. Es hat nicht gestimmt. War nur einer dieser Fälle von, weißt du, dass der Kommentator vom Thema abkommt und sich reinsteigert. Ja. Und was tat er, nachdem ich es ihm gesagt habe? Er hat es trotzdem gepredigt. Weil es ihm einfach gefallen hat. Oh, das klingt super. Das überrascht mich nicht. Überrascht es mich nicht. Okay, so. Ein wichtiger Grund, warum es diesen Betrug gibt, ist, dass sie wollen, dass man denkt, dass Griechisch eine besondere Sprache ist, sodass sie all diese versteckten, esoterischen Bedeutungen herausziehen können, die man beim Englisch nicht verstehen kann. Und lass mich dir es wirklich klarstellen. Du musst nicht Griechisch lernen, um die Bibel zu verstehen. Du brauchst kein Griechisch zu lernen, um die Bibel zu verstehen. Du kannst geboren werden, leben, sterben und ein gutes christliches Leben führen und alle Lehren richtig verstehen und Seelen gewinnen gehen und Belohnungen im Himmel verdienen, ohne ein einziges Wort Griechisch zu lernen. Guck mal, wir haben eine genaue Übersetzung ins Englische in der King James Bibel. Und weißt du, was auf Griechisch steht? Dasselbe, was auf Englisch steht. Es gibt keinen Unterschied, wenn du die Bibel auf Griechisch liest. Die englische Bibel enthält alles, was du brauchst, um Gott zu dienen, zu predigen, die Bibel zu lesen und erbaut zu werden. Da gibt's keinen Unterschied. Griechisch ist keine magische Sondersprache. Weißt du, warum Gott uns das Neue Testament auf Griechisch gegeben hat? Weil es damals die wichtigste Sprache der Welt war. Das war die wichtigste Verkehrssprache in Europa. Was ist die wichtigste Sprache jetzt? Englisch. 2 Milliarden Menschen sprechen sie. Einschließlich derer, die sie als Zweitsprache lernen. Wenn man heute nach Europa kommt, sprechen alle jungen Leute Englisch. Es ist erstaunlich, wie sich Englisch wie ein Lauffeuer ausbreitet. Gott wusste, dass Englisch die wichtigste und bedeutendste Sprache sein würde.
Und er hat durch seine Vorsehung dafür gesorgt, dass wir eine perfekte Bibel in Englisch bekommen können. Er holte all diese Experten, die zusammenkamen und 6 Jahre lang gearbeitet haben. Übrigens gab es schon vorher eine große Bibel auf Englisch. Sie wurde sogar wörtlich die große Bibel genannt. Das war der Name. Sie hatten schon die große Bibel, sie hatten schon die Bischofsbibel. Weißt du was? Diese Bibel waren großartig. Und dann haben sie 6 Jahre damit verbracht, sie zu perfektionieren. Was für ein Schatz, den wir haben. Gott sei Dank, dass wir englischsprachig sind und die King James Bibel haben, denn es gibt einige Menschen an fremden Orten mit anderen Sprachen in Teilen der Welt, die das Wort Gottes nicht in ihrer Sprache haben. Vielleicht haben sie nur das Neue Testament. Oder eine minderwertige Übersetzung, die von 1 oder 3 Personen angefertigt wurde. Wir haben eine, die von 54 Experten angefertigt wurde. Ist das nicht ein Segen? Hast du sie gelesen? Hast du sie diese Woche gelesen oder einfach irgendwo in einem Regal aufbewahrt? Lass mich dir jetzt sagen, du sollst sie nutzen. Use it or lose it, amen. Lese sie, studiere sie, liebe sie. Teile das Evangelium mit dir. So lernst du die Bibel, indem du das Wort Gottes benutzt. Sei ein Macher des Werkes und hör zu, zweifle niemals. Und der Grund, warum ich es heute predige, ist, dass ich nicht will, dass du deine King James Bibel zweifelst. Bitte denk nicht, naja, vielleicht ist an diesem griechischen und hebräischen Zeug etwas dran. Vielleicht ist das, was wir haben, nicht genug. Das ist es, Leute. Wie kannst du diesen Leuten zuhören, wenn sie nicht einmal Katze, Hund kennen? Hallo, tschüss, sie können nicht einmal bis 10 zählen. Würdest du jemandem vertrauen, der nicht bis 10 zählen kann? Weil die überwiegende Mehrheit, die zurück zu Griechisch gehen wollen, all diese Pastoren und die Gelehrten, nicht bis 10 zählen können. Vertraust du diejenigen, die sagen, dass die King James Bibel Probleme hat? Nun, die Gelehrten sagen, dass die King James Bibel ungenau ist. Hörst du auf solche Leute? Willst du dem vertrauen? Oder willst du der englischen Bibel vertrauen, die von Gott mehr benutzt wurde als jedes andere Buch in der Geschichte der Menschheit? Dies ist die beste Übersetzung in der Geschichte der Menschheit in jeder Sprache. Die King James Bibel. Dieses Ding ist wie ein Fels in der Brandung. Und weißt du was? All die Atheisten, Agnostiker, Gelehrten und Dummköpfe haben auf sie eingehämmert und all ihr Hämmer sind zerbrochen. Und heute, 400 Jahre später, und dieses Ding ist wie ein Fels. Es ist immer noch die Nummer 1 Bibel, die die Menschen lesen. Niemand bestreitet, dass die Originale inspiriert waren. Die Bibel sagt, vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Aber sie glauben nicht, dass das, was wir heute haben, inspiriert ist, weil sie nicht an die Bewahrung der Bibel glauben. Die Bibel sagt in Psalm 12,6, die Worte des Herrn sind reine Worte, in irdenem Tiegel geschmolzenes Silber 7-mal geläutert. Du, o Herr, wirst sie bewahren, wirst sie behüten vor diesem Geschlecht ewiglich. Derselbe Gott, der uns das inspirierte Wort gebracht hat, ist derselbe Gott, der das inspirierte Wort bewahren wird. Ich halte es für albern zu glauben, dass Gott mächtig genug ist, um sündige Menschen zu benutzen und sicherzustellen, dass er uns ein perfektes Original gibt. Und dann kann derselbe Gott nicht sündige Menschen benutzen und sicherstellen, dass es für immer von dieser Generation bewahrt wird. Ich glaube, Gott ist mächtig genug, um uns ein inspiriertes Wort zu geben. Ich glaube, dass Gott mächtig genug ist, um diese inspirierten Worte von dieser Generation für immer zu bewahren. Es gibt heute Organisationen wie zum Beispiel der Trinitarian Bible Society, die den Textus Receptus als Ausgangstext für die Übersetzung der Bibel in verschiedene Sprachen verwenden. Viele dieser Bibeln sind noch in Arbeit. In einigen Sprachen wurde nur das Neue Testament oder einfach nur das Johannesevangelium übersetzt. Lass mich dir sagen, das Wort Gottes ist für uns erhalten geblieben in dieser Generation. Die Bibel sagt in Jesaja 59, und meinerseits ist dies mein Bund mit ihnen, spricht der Herr. Mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, soll nicht mehr aus deinem Mund weichen, noch aus dem Mund deiner Kinder. Noch aus dem Mund deiner Kindeskinder, spricht der Herr, von nun an bis in Ewigkeit. Er sagt, schau, das Wort, das du verkündest, werden deine Nachkommen verkündigen. Deine Kinder und deren Kinder, von nun an bis in Ewigkeit, werden diese Worte haben. Es sind dieselben Worte, die ich hier habe. Und guck mal, die modernen Versionen, egal ob es NIV oder ESV oder Neues Leben ist oder die New King James, ihre Lehre ist die Lehre, die sagt,
dass das Wort Gottes nicht erhalten ist. Wir mussten ein neues ausgraben, ein älteres Manuskript ausgraben, um alle Probleme darin zu beheben. Nein, es ist erhalten geblieben, seit der Zeit Christi, bis heute. Sie ist überliefert worden. Und was wir heute haben, ist eine Kopie der Kopie der Kopie, die überliefert worden ist. Viele glauben, dass die King James Bibel im Laufe der Jahre verändert hat und dass die Ausgabe von 1769, die wir heute verwenden, sich völlig von der Ausgabe von 1611 unterscheidet. In Wirklichkeit änderte sich 1769 nur die Rechtschreibung, die Großschreibung, die Zeichensetzung und einige Tippfehler, die korrigiert wurden. Der Wortlaut hat sich nicht geändert. Die Worte, die wir heute in unserer King James Bibel haben, sind genau die gleichen Worte, die uns die Übersetzer im Jahr 1611 gegeben haben. Die Worte sind bewahrt worden. Das hat Gott versprochen, dass er es bewahren würde. Er sagt, schau, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Er hat nicht Gedanken gesagt, er hat nicht Ideen gesagt, er hat nicht Lehre gesagt. Er sagte, meine Worte werden nicht vergehen. Diese neuen Bibeln stammen aus einer verdorbenen Quelle und haben verdorbene Früchte. Sie bringen keine guten Früchte. Guck mal, wie die Kirchen heute geworden sind. Fun Center. Schau, wie die Kirchen geworden sind. Infolge dieser neuen Visionen, gefüllt mit unerlösten Menschen. Gefüllt mit Menschen, die die Lehre nicht kennen. Es ist egal für sie. Denn wenn du ein Buch liest, der voller Widersprüche ist, wird die Lehre für dich egal sein. Aber wenn du ein Buch liest, das perfekt, rein und bewahrt ist, schaust du dich jedes Wort an und kümmere dich um die Lehre. Und kümmere dich um das, was es sagt, was es bedeutet. Und nicht nur, ich habe das wesentlich verstanden, Jesus ist am Kreuz gestorben. Nein, ich möchte jede Lehre, die Gott für mich hat, genau aus dem Wort Gottes kennen. Dies zu berühren und zu lesen ist eine Sache, aus der Ferne zu schätzen, was Männer, Frauen und Kinder durchmachen mussten, damit wir ein Buch namens Bibel lesen können, ohne Angst vor Verfolgung zu haben. Es ist einfach, diese Zahl zu nennen. 10.000 Menschen wurden verbrannt, gesteinigt, enthaart, weil sie dieses Buch gelesen haben. Gott ist nicht erfreut über diese Menschen, die Verse streichen, Verse hinzufügen, Dinge streichen. Geht zu Offenbarung 12,18. Für wahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Hast du jemals Offenbarung gelesen? In diesem Buch gibt es eine Menge böser Plagen. Er sagte, ich werde euch diese Plagen geben, wenn ihr meinem Wort etwas hinzufügt. Offenbarung 22,19. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten dieses Buches, diese Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Diese Männer, die das Wort Gottes verändert haben, haben nach der Bibel ihre Chance auf Rettung verloren. Er sagte, ich werde sie wegnehmen. Er sagte, so wie ihr von meinem Wort abgewichen seid, so werde ich euren Teil aus dem Buch des Lebens wegnehmen. Er sagte, ich werde dafür sorgen, dass du nicht gerettet wirst, weil du dich an meiner Bibel vergriffen hast. Das hört sich für mich so an, als ob Gott die Sache ernst meint. Vielleicht sagst du, Pastor Jimenez, ich stimme dir zu. Ich verstehe das. Diese Bibel verderben. Die verderben die Lehre. Die King James Bibel ist rein. Die King James Bibel ist das Wort Gottes. Ich habe verstanden, was soll ich damit machen? Wenn du erkennst, dass du Gottes Wort in der Hand hast, nicht die Gedanken Gottes, nicht das, was er gesagt haben könnte, nicht das, was er glaubt gesagt zu haben, sondern die tatsächlichen Worte Gottes. Wenn du die Worte Gottes hast, hast du tatsächlich Gott. Nicht dieses Buch, sondern diese Worte. Wenn du erkennst, dass du Gottes Wort hast, dann sollte uns das dazu bringen, die Bibel zu lesen. Das sollte uns anspornen, nach dieser Bibel zu leben. Dieses Buch enthält alle Antworten auf alle Fragen des Lebens. Vielleicht sagst du, Pastor Jimenez, ich kam nicht in diese Kirche, um etwas über die King James Bibel zu lernen. Ich kam hierher, um etwas über die Erlösung zu lernen. Wir lernen über die Erlösung in der King James Bibel. Ich bin nicht hergekommen, um über dieses Thema zu lernen. Ich bin hergekommen, um Hilfe für meine Ehe zu bekommen. Dieses Buch wird deiner Ehe helfen. Ich bin nicht hergekommen, um etwas über die King James Bibel zu erfahren. Ich bin gekommen, um zu lernen, wie ich meine Kinder erziehen kann. Dieses Buch wird dir helfen, deine Kinder zu erziehen. Es wird all deine Probleme lösen. Es wird dir die Erlösung bringen. Es wird alles tun, was du brauchst. Und warum? Weil sie das Wort Gottes ist. Ohne Fehler. Perfekt. Genau wie Gott es dir gegeben hat.
Es gibt mir Zuversicht zu erkennen, dass das Wort Gottes perfekt ist. Weißt du, warum so viele Menschen heute nicht an Gott glauben, nicht in die Kirche kommen? Generationen von jungen Menschen verlassen scharenweise die Kirchen und kommen nicht mehr zurück, weil diese modernen Bibelversionen korrumpiert worden sind. Sie enthalten Fehler und das hat sie an ihrem Glauben an Gott zweifeln lassen. Nicht diese hier. Diese ist perfekt. Die King James Version ist das Wort Gottes. Lies sie, lerne sie, studiere sie, lerne sie auswendig, lebe nach ihr, predige sie. Lass uns jetzt beten. Himmlischer Vater, Herr, wir lieben dich. Wir danken dir für dein Wort. Herr, wir danken dir, dass du uns nicht die Verantwortung übertragen hast für die Bewahrung deines Wortes, sondern dass du dir diese Verantwortung selbst gegeben hast. Du hast es inspiriert, du hast es bewahrt und du hast es uns heute gegeben. Vater, wir lieben dich. Hilf uns, dass wir heute hier nicht weggehen und diese Botschaft aus dem anderen Ohr wieder herausgeht. Hilf uns zu erkennen, ich habe das Wort Gottes. Vielleicht sollte ich es lesen, vielleicht sollte ich studieren, vielleicht sollte ich danach leben. Wir lieben dich, Herr. In deinem kostbaren Namen bete ich. Amen. Was ist die beste Bibelübersetzung für mich? Es gibt ganz viele unterschiedliche Bibeln, Bibelübersetzungen. Die werden nun also überarbeitet, die Bibeln, und deswegen gibt es auch so viele verschiedene Übersetzungen mit verschiedenen Jahrgängen und so weiter. Welche Bibel die richtige für dich ist? Und ich glaube, das kann ich dir auch gar nicht sagen, denn ich kenne dich gar nicht. Und ich persönlich muss sagen, es ist ehrlich gesagt Geschmackssache. Du musst ein bisschen deinen Rhythmus finden, das ist ganz klar. Die Übersetzungen sind nicht schlechter, die sind auch nicht falsch. Das Gute ist, dass es verschiedene Übersetzungen für verschiedene Geschmäcker und verschiedene Situationen gibt. So eine Sprungbrett-Taktik, ja? Also, dass du einfach anfängst bei einem kleinen Sprungbrett, dann springst du aufs eine und dann aufs nächste und so weiter. Also zum Beispiel, ich habe jetzt hier mal die gute Nachricht, ja? Es ist wie so eine Bibel, die für Leute, die die Bibel mögen, aber keine Kirchensprache, ja? Wer die Kirche mag, aber keine Kirchensprache, der kann diese Bibel lesen. Und da kannst du anfangen, dann springst du drauf, dann kierst du zum Beispiel die Menge, ja? Dann landest du da und von da aus arbeitest du dich hoch, zum Beispiel die Elberfelder ist jetzt am nächsten, am Grundtext dran. Es gibt nicht so wirklich die eine richtige Bibelübersetzung. Lad sie dir runter, probier unterschiedliche Bibeln aus und kauf dir dann eine wirkliche handfeste Bibel. Kauf dir vielleicht noch eine zweite dazu, bei der du sehen kannst, okay, irgendwie komme ich jetzt gerade mit diesem Elberfelder Satz gar nicht klar, was da los ist. Ich gucke nochmal in meine zweite Übersetzung, denn das ist immer eine gute Regel, mehrere Übersetzungen vergleichen. Ja, also fang einfach mit einer einfachen an und geh dann vielleicht zu einer Übersetzung, die näher am Grundtext liegt. Und dann suchst du einfach und guckst dir einfach einen gewissen Text an und schaust dir an, wie er übersetzt wurde und welche Sprache dir am besten gefällt, den nimmst du dann einfach, genau. Und ich glaube, wenn du die Stimme findest in einer dieser Übersetzungen, die besonders deutlich zu dir spricht, dann kannst du dich auf einen ganz neuen Weg mit Gott machen. Und wenn du das nicht verstehst, ja, dann weich doch aus auf eine Übersetzung, die vielleicht ein bisschen leichter ist zu verstehen.